Jetzt zu dem aktuellen Thema. Nach 8 Wochen schon wieder Ukraine. Ja, wir haben ja erst im Januar, Ende Januar davon geredet. Warum? Weil inzwischen aus der Geschichte, die damals eben der Streit ums Assoziationsabkommen gewesen ist und die Nicht-Unterschrift durch die damalige Präsidentschaft der Ukraine und die ganzen der Volksaufstand auf dem Maidan, weil dieses Ereignis inzwischen zu einer Weltkrise geworden ist. Eine Weltkrise, eine Machtprobe der allerhöchsten, auf der allerhöchsten Ebene, NATO gegen Russland. Inzwischen gibt es welche, die warnen vor einer Kriegsgefahr, andere fordern, dass man mehr Militär an die Ostgrenze schicken müsste, um an die Ostgrenze der NATO oder der EU, je nachdem, um Sicherheit zu stiften und dem Militär der Russen was entgegenzustellen. Von der Ukraine hat man gehört, jetzt gleich wieder dementiert, es reut sie, dass sie die Atomwaffen in den 90er Jahren aufgegeben haben und sie hätten Wege, ganz schnell wieder neue sich zuzulegen. Der Professor der Bundeswehrakademie Wolfsohn fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Andere eine europäische Aufrüstung. Und die Bundesregierung hat den Standpunkt, da kommen wir später noch drauf, man muss jetzt alles tun, um die explosive Lage irgendwie zu beherrschen. Was der Vortrag leisten soll, ist, warum ist es dahin gekommen, diese Frage zu beantworten? Oder anders gesagt, was lehrt diese Eskalation über das Gemeinwesen, in dem wir leben, und über die EU, dieses, ja, bisher immer unter dem Wort Wirtschaftsbündnis gehandelte, dieser unter dem Wirtschaftsbündnis gehandelte Staatenblock? Lehrt natürlich auch ein bisschen was über Russland, aber das ist gar nicht so im Zentrum. Uns interessiert jetzt erstmal die Bundesrepublik und die EU. Und zur Beantwortung dieser Frage hilft in diesem Fall so ein bisschen die Chronologie. Also ein bisschen der Verlauf der Ereignisse. Und zwar so, dass durch die Eskalation einfach beschönigende Formulierungen, beschönigende Fassungen von Zwecken, worum es eigentlich ging, praktisch durch die nächste Stufe der Eskalation weggeräumt werden. Nie werden diese ideologischen Darstellungen der Zwecke der Europäischen Union, nie werden die als Lüge offen ausgesprochen und zurückgenommen. Die werden einfach durch die Ereignisse überrundet. Und dann kommt die nächste Deutung der Lage. Und insofern hat die Eskalation schon eine ganze Menge von Verharmlosungen aus dem Verkehr gezogen. Was ich meine, angefangen hat das Ganze mit dem Tenor. Die Europäische Union macht ein Angebot an die östliche Nachbarschaft, hieß auch Nachbarschaftspolitik, macht ein Angebot an die Ukraine und ähnlich gelagerte Staaten. Ein Angebot, von dem irgendwie man meinen durfte, es dient einer zukünftigen Entwicklung der Ukraine, es dient einer zukünftigen Prosperität. Es wäre gedacht als Teilnahme an dem Wohlstand Europas. Rausgekommen ist, dass die Europäische Union mit einem Russland nicht mehr leben kann, das nicht bereit ist, aus einem Bereich, in dem es jahrhundertelang die dominierende Macht war, sich immer weiter zurückzuziehen.
Kurzum, wenn aus dem Angebot die Ukraine soll sich doch der Potenzen Europas bedienen und seine eigene Zukunft viel besser gestalten, als es bisher der Fall war, am Schluss eine bis an die Grenze des Krieges gehende Gewaltkonfrontation mit Russland rauskommt, dann wird es irgendwie auch schon von Anfang an drin gesteckt sein. Es ist ja auch nicht so, dass alle Beteiligten erschrocken wären und gesagt hätten, um Gottes Willen, da haben wir ja was angefangen, nichts wie zurück. Sondern eigentlich stehen alle zu den Konsequenzen, die sie mit ihrer Politik herbeigeführt haben. Also deswegen der Reihe nach. Erstens, schon der Assoziationsvertrag mit der Ukraine. Die Ukraine darf kein Mitglied, sondern ein Assoziationsland der Europäischen Union werden. Schon der Assoziationsvertrag war weder Hilfe noch ein Angebot, das die Ukraine ablehnen konnte. Darüber ist vor 4 Wochen schon ein bisschen geredet worden. Der Vertragsinhalt mag auf den ersten Blick ganz neutral klingen, im Sinn von, wir räumen wechselseitig die Zölle weg, gliedern die Ukraine in den großen EU-Markt ein und dann kann die EU in der Ukraine mehr verkaufen und die Ukraine in der EU mehr verkaufen. So durfte man sich das einen Augenblick lang denken. Der Sache nach war das von Anfang an was ganz was anderes gewesen. Weil keineswegs zwei Partner einander gegenübertreten und sagen, was hätte ich denn gern von dir, was hättest du gern von mir, sondern weil von Anfang an die beiden Partner vollkommen ungleiche Partner waren. Die EU ist der Machtblock, der einen riesigen, eigentlich den zweitgrößten Teil des Weltmarkts organisiert. Und dem gegenüber steht die Ukraine. Die ganze Verhandlung hieß, unterschreibt die europäischen Bedingungen. Und was hieß die Unterschrift unter europäische Bedingungen für die Ukraine damals? Heute noch. Es hieß, nach den Spielregeln der EU-Konkurrenz sich in die EU-Wirtschaft eingliedern. Und das hat von Anfang an die Bedeutung, privatisiert eure Staatsbetriebe. Jetzt ist es aber nicht so was, wie wenn in Deutschland die Telekom privatisiert wird und dann läuft sie als privatisierte Firma weiter. Sondern die Firmen dort sind alle halbe Staatsfirmen, weil sie sich kapitalistisch nicht rentieren. Weil sie ihren ganzen Betrieb bloß aufrechterhalten, dadurch, dass sie eben immerzu am Staatshaushalt dranhängen. Dort privatisieren heißt die Firmen zumachen und den Wirtschaftsbetrieb einstellen, und zwar in einem weiten Teil der Ukraine. Die Ukraine soll ihren Staatshaushalt sanieren. Ja, ganz ähnlich wie Griechenland. Die sollen keine Schulden mehr machen, sondern Steuern erheben und eben, was der Staat braucht, aus Steuern finanzieren. Ja, wenn die Ukraine das tut, dann nimmt sie auf der einen Seite den Leuten, ihrem Volk, wenn sie zum Beispiel die Gaspreise erhöht, was sie jetzt muss, dann nimmt sie ihrem Volk die Heizung weg, weil die haben kein Geld, anders zu heizen. Und wenn sie den Staatshaushalt saniert und diese Verbindung von Staatshaushalt und Firmen, was dann auch über die Oligarchen läuft, aufgibt, dann legt sie einfach das, was sie an postsowjetischer Ökonomie betreibt, mehr oder weniger brach. Insofern hat es von Anfang an nicht den Charakter des Angebots gehabt, modernisiert euch und dann habt ihr Teil am europäischen Wohlstand. Sondern es hat von Anfang an den Charakter gehabt, liefert euch uns aus und gebt zu, dass ihr euer Zukunft sowieso nicht gestalten könnt. Dass aus euch wird, was europäisches Kapital aus euch machen kann und will, und das, was europäisches Kapital aus euch nicht machen will, sowieso nie und nimmer aus euch wird. Der Vertrag hatte von Anfang an den Charakter, sie sollen sich
als insgesamt ökonomisch und politisch impotentes Hinterland der EU zur Verfügung stellen. Zweitens, ein Angebot, ja? Immer noch wird gesagt, wir haben doch denen bloß ein Angebot gemacht. Ein Angebot war dieser merkwürdige Vertrag von Anfang an bloß deswegen, weil die Ukraine vorher schon pleite war. Also ein Land, das eben Staatsschulden macht, das Kapitalzufuhr Geld braucht und keinen Geldgeber mehr findet. Nur aus der Lage raus hat es überhaupt den Schein eines Angebots gehabt, diesem Land, dem Land gegenüber die Forderung zu erheben, liefert euch dem EU-Projekt aus. Und nur deswegen, weil sie sowieso schon pleite waren, hat der damalige Präsident ja immerhin erwogen, ob er diesen Vertrag nicht abschließen soll. Denn das Merkwürdige ist ja, der hat ja den Vertrag mit der EU ausgehandelt. Und die ganze Zeit über ging es um die Frage, ob der Vertrag für die Ukraine überhaupt erträglich ist. Und in letzter Instanz hat die Regierung damals dann gesagt, nein, in letzter Instanz ist er doch nicht erträglich. In letzter Instanz hat die Ukraine an die EU die Frage gestellt, wenn wir diesen Vertrag unterschreiben und damit unsere ganzen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland verunmöglichen, dann muss die EU oder sollte die EU aufkommen für die wirtschaftlichen Schäden, die durch den Abbruch der Beziehungen zu Russland entstehen. Die EU sollte sie über Wasser halten, wenn schon die Beziehungen zu Russland, welches den verbilligten Gaspreis gewährt und welches halt das wichtigste Handelsland der Ukraine ist. Die hat ungefähr genauso viel Handelsverkehr mit Russland, wie sie Handelsverkehr mit der EU hat, die Ukraine. Und da hat die EU gesagt, sie denkt nicht dran, das zu tun. Da war noch die Rede davon, wir treten doch nicht in einen Bieterwettbewerb ein. Und man hat dem Land abverlangt, einen Vertrag zu unterschreiben, den es von einem nationalen Kalkül her höchstens als äußersten Notanker auffassen kann, aber überhaupt nicht als was für das Land selber irgendwie nützlich ist. Das Angebot, wir ermöglichen euch, also was war eigentlich im Angebot? Der Staat war sowieso pleite. Im Angebot war, wir verschaffen euch Zugang zu Kredit über den IWF. Ja, das kann dann Deutschland und die EU. Wir verschaffen euch Zugang zu neuem Kredit, damit ihr eure Schulden bei uns bezahlen könnt. Dem Land bleibt gar nichts von dem Kredit. Wandert sofort an die Gläubiger, das Geld. Wir ermöglichen euch die Fortführung eurer Pleitesituation. Wir ermöglichen euch die Existenz als perspektivloser Schuldnerstaat im Hinterland der EU. Und dabei hat der Vertrag noch sowohl implizit wie explizit einen eindeutigen Zusatzgehalt, nämlich euch der EU zuzuwenden, ist identisch und verlangt, dass ihr euch von Russland abwendet. Das war ausdrücklich in der Formel, eine Zollunion mit Russland ist natürlich nicht möglich, wenn man einen Assoziationsvertrag mit der EU schließt. Das war also nach der Seite war es ausdrücklich. Wir verlangen als Gegenleistung für die Aufnahme in diesen Assoziationsrahmen das Kappen der Beziehungen zu Russland. Und das war natürlich implizit sowieso mit der Natur der ganzen Regelungen verbunden. Wenn Sie die europäischen DIN-Normen übernehmen müssen, wenn Sie die europäischen Konkurrenznormen übernehmen müssen, wenn Sie europäische Waren in die Ukraine reinlassen müssen, dann heißt es auch, alle eingespielten Beziehungen zu Russland werden dadurch torpediert. Dann passen die Waren nicht mehr zum russischen Maß, zu den russischen DIN-Normen.
dann passen, dann droht ja Russland, hat befürchtet, dann überschwemmen EU-Waren via Ukraine den russischen Markt und Russland, in Russland wird das Zeug gekauft, aber verkaufen können sie nicht entsprechend. Insofern hat, und auch das ist im Rahmen dieser Assoziationsverhandlungen ausdrücklich geworden, insofern hat der Assoziationsvertrag das Ziel gehabt, die sogenannte Schaukelpolitik der Ukraine, was niemals aktives Schaukeln gewesen ist, im Sinn von, sie spielen die Russen und die Europäer gegeneinander aus, sondern was immer ein notmäßiges in zwei Abhängigkeiten irgendwie sich bewegen gewesen ist von der Ukraine her. Jedenfalls hat der Vertrag, die Aushandlung des Vertrags ausdrücklich den Charakter gehabt, mit der Schaukelpolitik muss jetzt mal Schluss sein. Also man will die Ukraine eindeutig und ein für alle Mal an die EU angliedern und dem russischen Einflussbereich wegnehmen. Da merkt man dann, dass das ganze, der ganze Einstieg mit ein Hilfsangebot, eine interessante Zukunftsperspektive, das alles sind die Redensarten zu einem, wir übernehmen dieses Land und wir nehmen es dem Einflussbereich einer anderen Macht, der im Osten nämlich, weg. Der nächste Schritt war, dass Janukowitsch gezögert hat. Er hat Nachforderungen gestellt. Die EU hat damit geantwortet, Nachforderungen kommen überhaupt nicht in Frage. Vielmehr stellen wir Nachforderungen. Dann haben sie auf den Assoziationsvertrag draufgesattelt, dass er die Timoschenko freilassen muss. Und noch andere Bedingungen, die das Ganze immer einseitiger gestaltet haben. Und wie Janukowitsch dann beschlossen hat, er fährt nach Moskau, holt sich den Kredit von dort, hat er ja auch erstmal versprochen gekriegt, holt sich die Garantie, dass die Gaspreise für die nächste Zeit nicht erhöht werden, hat er auch erstmal versprochen gekriegt. Und dann sagt, unter den Bedingungen unterschreibt er den Assoziationsvertrag nicht. Dann hat die EU nicht gesagt, naja, bei Nichtgefallen ziehen wir unser Hilfsangebot halt wieder zurück. Sondern hat die EU gesagt, wenn du das hier nicht unterschreibst, dann stürzen wir dich. Dann hat die Europäische Union alles getan, was sie kann, um diesen Präsidenten, ja, durch eine kleine Revolution wegzubringen. Auch das zeugt davon, dass es ein freibleibendes Angebot, so nach dem Muster, kann man annehmen oder ablehnen. Wer keinen Vorteil sieht, braucht es ja nicht zu machen. Dass es das nicht gewesen ist. Dass der das abgelehnt hat, hat auf der Seite der Europäischen Union, übrigens auch schlagartig, bis zu dem Tag, wo er verhandelt hat, war er der Präsident der Ukraine. Am Tag, nachdem er gesagt hat, nein, war er der Kleptokrat und Autokrat und Antidemokrat und so weiter. Das geht furchtbar schnell. Hätte er unterschrieben, wäre er weiterhin der Präsident der Ukraine gewesen und respektable Person. Weil er nicht unterschrieben hat, kriegt er alle Legitimität des Staatschefs erstmal vom Ausland entzogen und man arbeitet an seinem Sturz. Natürlich, das kann man nur, weil in der Ukraine selber schon eine totale, radikale, fanatische nationale Spaltung existiert. Das ist schon klar, die Europäische Union hat die Spaltung nicht erfinden können. Sie hat die Spaltung gefördert, sie hat die Spaltung betrieben, aber sie hat sie nicht erfunden. Das Land selber ist die ganze Zeit schon, eigentlich seit dem Ende der Sowjetunion, hin und her gerissen zwischen Loyalitäten gegen Osten und Strebungen nach Westen. Und das Land ist sogar intern territorial zerrissen zwischen nach Westen wollen und die, ja, existenziell wichtigen Beziehungen nach Osten aufrechtzuerhalten. Und beide Seiten
dieser Fraktionen sind längst beide Parteien in der Ukraine, sind weit drüber hinaus in einem, jetzt sagen wir mal, cool kalkulatorischen Sinn Vor- und Nachteile einer Annäherung an die EU, Vor- und Nachteile einer Annäherung an die Zollunion der Russischen Föderation und der anderen Länder dort, also Weißrussland, Kasachstan, ich weiß nicht, wer noch dazu gehört. Vor- und Nachteile abzuwägen, sondern beide Seiten haben längst die nationalistische Interpretation, dass ihr Land in einer beschissenen Lage ist, dass bei ihnen nichts zustande kommt, dass das Land keinen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt nach dem Ende der Sowjetunion. Beide Fraktionen im Land haben längst den Misserfolg total auf die nationale Zuordnung zurückgeführt und haben im jeweils anderen Landesteil und dessen Orientierung Landesverrat gesehen. Deswegen, das ist nicht erst seit Kürzem, ist dort Regierungswechsel nicht eine Geschichte wie bei uns, dann gewinnt die Opposition die Wahl und dann nimmt der Oppositionskandidat das Regierungsamt ihn ein. Sondern dort sind alle Wahlen immer halbe Revolutionen. Und die verlierende und die siegreiche Partei übernimmt immer gleich die Justiz und kriminalisiert die andere Seite. Wie gesagt, nicht erst jetzt. Die Orangene Revolution war schon genauso. Und die Gegenrevolution, der Wahlsieg Janukowitschs, ich weiß nicht, 2008 oder irgendwas, die Gegenrevolution war wieder genauso. Die beiden Politisierungen im Land sind absolut unversöhnlich, weil sie die Abhängigkeit nach beiden Seiten, es ist ein Transitland, es hängt ab vom Verkehr mit der einen und der anderen Seite, weil sie alle Misserfolge dieses Landes immer darauf zurückführen, dass die jeweils an der Macht befindliche Partei quasi die Nation an eins der beiden Ausländer verrät. Und die jeweils andere Partei, wenn an die Macht kommt, macht genau den umgekehrten Vorwurf und macht auch die umgekehrte Politik. Wenn sie an der Macht sind übrigens, dann versucht noch jede dieser Regierungen, das Verhältnis nach Ost und West auszubalancieren, irgendwie beiden Abhängigkeiten gerecht zu werden. Auch Janukowitsch wird nachträglich als Russenparteigänger porträtiert. Tatsächlich war er es nicht. Und dass er mit der EU über das Assoziationsabkommen verhandelt hat, zeugt ja auch davon. Und umgekehrt, die Timoschenko, wie sie dran war, hat sie mit den Russen die Gasdeals ausgemacht. Also es stimmt nicht, dass, oder sagen wir so, wer an die Macht kommt in der Ukraine, der geht um mit den beiderseitigen Abhängigkeiten dieses Landes, aus denen das Land keinen Weg rausfindet und in denen das Land keinen Fortschritt findet. Und die jeweilige Opposition wirft der Regierung immer Landesverrat vor, wegen eines Verrats an eines der beiden Ausländer. Eines der beiden Auslande. Die EU einerseits, Russland andererseits. So, und in diesem Konflikt, den es die ganze Zeit gibt, den es die ganze Zeit gab, der sich an der Frage, Assoziationsabkommen, wird es unterschrieben, wird es nicht unterschrieben, nochmal sauber erhitzt hat. In diesem Konflikt, das lasse ich mir nicht nehmen, hat die Europäische Union total parteiisch und zwar aufstandsmäßig aufputschend eingegriffen. Europäische Spitzenpolitiker auf den Maidan schicken und dort sagen lassen, gebt nicht nach, Europa steht hinter euch, ihr braucht nicht klein beigeben. Das ist eine Weise, wie man Revolution exportiert. Und wenn die Russen sowas Ähnliches gemacht hätten, dann hätte man das Geschrei im Westen mal hören mögen, das dann fällig gewesen wäre. Der deutsche Außenminister steht dort, war noch Westerwelle in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Dann kurz drauf der neue Außenminister, der mit dem Janukowitsch dessen Kapitulation aushandelt. Da merkt man auch, längst war das nicht mehr eine lokale Geschichte. Längst war es eigentlich gar nicht mehr entscheidend, was die lokalen Mächte wollen, also die politischen Kräfte im Land,
sondern längst war es zu einer internationalen Affäre geworden, wo das Gewicht des Auslands, übrigens, auf das ja auch Janukowitsch nicht einfach, Forderungen ja auch Janukowitsch nicht einfach taub war. Längst war es so ein internationales Ding geworden. Noch was, was die Zeit weggeräumt hat. Denkt zurück ein paar Wochen, also eben diese Wochen des Aufstands auf dem Maidan. Da ging es im Westen, also in Deutschland, drum. Am Maidan sind die mutigen Demokraten. Da sind die Menschen, die wollen Freiheit statt Autokratie. Die wollen sauberes Regieren statt Kleptokratie. Kleptokratie, also die Herrschaft der Diebe. Was das für Töne waren. Kaum waren sie an der Macht. Die Neuen. War völlig klar. Mit Demokratie und sauberem Regieren haben die einfach nichts am Hut. Das sind Russenhasser. Das sind fanatische ukrainische Nationalisten, die wollen die Ukraine von dem ihnen vermeintlichen russischen Joch befreien. Und dazu wollen sie es, manche wollen übrigens nicht mal das, dazu wollen sie die Ukraine an den Westen andocken. Kaum haben sie die Macht gehabt, war die erste Amtshandlung nicht Demokratie einführen, sondern das Russische als Landessprache verbieten. Das haben sie dann wieder zurückgezogen, und zwar auf dringliches Anraten ihrer westlichen Paten. Der nächste Akt war, muss man auch denken, was das war, ein Geschrei mit Kleptokratie. Dann gab es die Geschichte wie beim Honecker auch, ja, die Presse ist in den Amtssitz von dem Janukowitsch natürlich mit Fernsehkameras eingedrungen, und stellt euch vor, es war im Präsidentenpalast, gab es tatsächlich eigentlich einen Luxus zu filmen. Das muss man sich mal vorstellen, ungeheuerlich. Es gab irgendwas, goldige Türgriffe und Klodeckel oder irgend so Zeug. Aber das ist doch lächerlich, muss man wirklich sagen, lächerlich. Findest du in jedem Präsidentenpalast der Welt. Man muss ja mal, man möchte gern haben, dass ihr mal in dem, wie heißt es bei uns, Schloss Bellevue mal filmen. Und zwar mit den Augen dieser Umstürzler, die sagen, jetzt haben sie die Üblen vertrieben, jetzt schauen wir mal, wie die geprasst haben. Und was wird man sehen? Genau dasselbe. Ist ja auch ganz logisch. Es ist ein Staatspräsident gewesen. Also hat er ein bisschen Luxus, jetzt wird er gezeigt, also der Kleptokrat. Kaum ist er weg, verbünden sich die neuen Machthaber in Kiew mit den Oligarchen in der Ostukraine, weil sie deren Herrschaftsinteresse für ein Bollwerk gegen die Russen halten. Genau die noch Wochen vorher als, das ist der Clan des Präsidenten, das sind die, die alle an der Macht des Präsidenten sich selber bereichern und alles in die eigene Tasche wirtschaften. Was Wochen vorher noch genau der Ton war, hinterher, die Oligarchen des Ostens sind das Bollwerk gegen was eigentlich? Tatsächlich, gegen den Basiswillen, den Willen der Bevölkerung in Donetsk und Umgebung, in der Ostukraine. Sie sind das Bollwerk gegen den Basiswillen eines Anschlusses an Russland. Dafür sind die Kleptokraten dann wieder genau richtig. Wenn es so ist, dann ist es auch vorher nicht gegen Kleptokratie gegangen und für Undemokratie. Inzwischen hört man ja auch langsam aus Deutschland, das kommt aber ganz am Schluss nochmal, Stimmen, die ein bisschen bedenklich sind, was man sich da für Fanatiker angelacht hat und an die Macht gebracht hat in der Ukraine und jetzt zum Bündnispartner hat. Also dass die Timoschenko den Putin eigenhändig erschießen will, wird in Deutschland nicht gerade gutiert. Ja, das wirft schon ein bedenkliches Licht auf unsere zukünftige Partnerin dort. Der ganze Konflikt läuft also, man möchte sagen, ganz logisch.
ja, auf das hinaus, als was er gemeint war, nämlich auf die Frage, ob Russland bereit ist, sich eine anti-russische Ausrichtung dieses Brudervolks, dieses Nachbarlands, das ewig zum russischen Bereich gehört hat, in dem Russland jede Menge Interessen hat, ganz materielle Interessen. Aus der Sowjetzeit ist immer noch ein gewisser Teil der Arbeitsteilung mit der Ukraine gegeben. Die Schwerindustrie ist dort, der Stahl wird in Russland gebraucht. In der Rüstungsindustrie gibt es immer noch eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine. Als Transitland russischen Gases ist die Ukraine gebraucht und gefordert. Und da braucht es auch ein freundliches Regime. Ein Staat, der mit Russland kooperieren mag. Ob Russland also bereit ist, sich das wegnehmen zu lassen. Und aus einem Bereich, in dem es ewig was zu melden gehabt hat, verdrängt zu werden. Und das immerhin gegenüber einem Russland, das sowohl mit den ganzen Handelsbeziehungen mit der Ukraine, also die Gaslieferungen sind dort existenziell notwendig, sonst läuft dort überhaupt nichts mehr, wie auch mit einem riesigen Bevölkerungsanteil im Osten, der Russisch spricht, sich als Russisch versteht oder als Zugehöriger zu der eigentlich zur alten Sowjetunion, wobei die Leute alle nicht mehr Sozialismus meinen, sondern diesen großen Staat, diesen bedeutenden Staat, der in der Welt mal was gegolten hat. Ein Russland also, das in der Ukraine durchaus Einflusshebel hat. Na gut, und jetzt hat man ja was erlebt. Russland hat sich diese Zurückdrängung, sagen wir, zumindest nicht vollständig gefallen lassen. Es hat einen Gegenschlag gelandet. Es hat mit einem Referendum, das mit überwältigender Mehrheit den Anschluss an Russland gefordert hat, den Wunsch der Bevölkerung erhört und sich die Krim angeeignet. Es hat damit deutlich gemacht, dass es immer noch eine große Macht ist, die sich aus dem Bereich, in dem sie was zu sagen hat, nicht einfach verdrängen lässt und dass sie Machtmittel hat, gegen die die anderen so ohne weiteres nichts auf die Beine bringen. Es hat seine damit, und das ist auch für Russland kein leichter Schritt übrigens, es hat damit seine 25 Jahre währende Politik des wir werden jetzt auch kapitalistisch und dann werden wir auch gut Freund mit dem Westen und dann werden wir ein Land, das im Westen geachtet ist und eine Weltmacht ist, die mitreden darf bei der Regelung der Welt und deren Interessen von den anderen auch respektiert werden. Diesen Weg des des kooperativen Sich-Einbringens, um als Macht zu gewinnen, selbstverständlich. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, der für Russland immer bloß ein eigentümlicher Tausch gewesen ist, nämlich Respekt könnt ihr haben, aber nur, wenn er immer weiter zurückweicht. Ihr könnt bei den G8 sitzen, aber nur, wenn ihr nichts dagegen habt, dass die NATO immer mehr nach Osten voranschreitet und euch aus Osteuropa verdrängt. Ihr könnt als ehrenwerter Partner auf allen Ebenen mitmachen, aber nur, wenn das kein Hindernis dagegen ist, dass ihr eigentlich an Macht immer mehr verliert. Das war der Tausch, den der Westen mit Russland gemacht hat. Russland wollte den kooperativen Weg, natürlich um sich als Macht zu halten und zu stärken. So, und diesen Weg hat Russland wirklich aufgegeben an der Stelle und gesagt, gut, dann ist es eben militärische Konfrontation. Vom Westen her findet dieser Schritt nicht die Antwort, okay, so haben wir es nicht gemeint.
okay, wir haben es zu weit getrieben. Ziehen wir uns wieder zurück? Überhaupt nicht. Vielmehr umgekehrt. Der Konflikt ist eröffnet und jetzt ist er am Tisch. Die Antwort von der Frau Merkel zu dem Thema heißt, jetzt binden wir die Ukraine erst recht und umso schneller und umso fester an die EU. Das ist das andere. Jetzt auf einmal gibt es all die Kredite für die Ukraine, die es nicht gegeben hat, wie der Janukowitsch sie rausverhandeln wollte. Jetzt als antirussisches Bollwerk ist die Ukraine all das Geld wert, das sie nicht wert war, wie Janukowitsch hat unterschreiben sollen. Also jetzt, Amerika ist jetzt dabei, einen IWF-Kredit über 15 Milliarden locker zu machen. So, also die Lage ist der Konflikt ist überhaupt nicht bewältigt, er ist auf dem Tisch und es geht jetzt drum, was aus der Ukraine wird, denn die selber ist jetzt der totale Zankapfel. In der Ukraine selber gibt es einen westlich orientierten Nationalismus und eine Volkshälfte, die sich davon überhaupt nicht vertreten sieht. Und es gibt Interessen von beiden Seiten an diesem Land. Also das ist eine schöne kriegsträchtige Lage. Ich will an der Stelle mal einen Punkt machen. Mit der Chronologie, mit der Abfolge der Ereignisse und den Momenten von Auflösung, die einfach im Fortschritt der Eskalation liegen. Wenn wir auf was anderes losgehen. Schauen wir mal, wie das in Deutschland besprochen wird. Besprochen wird es als reine Rechtsfrage. Bricht Putin das Völkerrecht? Darf der das? Manche gibt es ja auch umgekehrt, die sagen, darf der Westen das, was er macht? Und ich möchte als allererstes mal darauf hinweisen, dass die Frage, ob das Recht ist oder nicht, dass die Frage, ob die das dürfen, bei der Handlung von politischen Mächten, von Souveränen, per se was Lächerliches hat. Souveräne, Staatsmächte, politische Gewalten, die fragen nicht, ob sie dürfen. Das ist nicht ihr Medium. Ob man darf, das sagt, wer der untergeordnet ist, der unter einer Pflicht steht. Politische Mächte, schon gleich Weltmächte, die fragen nicht, ob ihnen irgendwer irgendwas erlaubt. Schon das ist ein Moment von Abseitigkeit, an einen imperialistischen Konflikt die Frage zu stellen, wer ist hier im Recht und wer ist hier im Unrecht? Wer darf und wer darf eigentlich nicht? Es ist fast geniert man sich überhaupt auf das Thema einzugehen. Es ist sowas von durchsichtig, wie parteilich diese Rechtsfragen da gehandelt werden, dass sie einer Widerlegung eigentlich nicht wert sind. Die Geschichte, Putin bricht das Völkerrecht. Er annektiert die Krim. Ja. Es ist ja im Deutschen Bundestag schon das Gegenargument aufgekommen. Und wie war das mit dem Kosovo kürzlich? Man merkt, das sind welche, die genau auf der Ebene mit argumentieren, aber die Gegenposition einnehmen. Da hat doch der Westen auch Unrecht getan. Da hat er gegen das Völkerrecht verstoßen. Und dann ist klar, es ist klar, was verlangt ist, ist bedingungslose Parteilichkeit. Man muss eigentlich ein bisschen sagen, besinnungslose Parteilichkeit. Jeder, der den Vergleich anstellen will, wer Lust hat, es zu vergleichen, hat keine Schwierigkeiten festzustellen, naja, einmal machen dies, einmal machen es die. Die Umkehrung ist die Umkehrung. Wenn der Westen die Ukraine aufmischt, an
Umsturz. Der Russland sagt dann Putsch organisiert. Jedenfalls keine, wie heißt es, verfassungsgemäßen Machtwechsel. Ja? Also das mal ganz bestimmt nicht. Organisiert, dann ist es im Westen schon, ja, das ist die Selbstbestimmung der Völker, das ist die Freiheit. Jedes Land darf seine Bündnisse selbst wählen. Und die Ukraine wählt eben nach der Revolution den Westen. Wenn Russland das Selbstbestimmungsrecht der Krimbevölkerung hochhält, dann heißt es, ja, denen steht keine Selbstbestimmung zu, die sind ja kein Volk. Man merkt mal, wer ein Volk ist, das wird von außen bestimmt. Das sagen ganz andere. Das sagen die Mächte, die eben ein solches Votum für sich instrumentalisieren wollen oder nicht. Die anerkennen dann die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung, Russland anerkennt die. Der Westen anerkennt die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung nicht, aber die Selbstbestimmung der Kiewer Revolutionsregierung, die wird anerkannt. Man merkt, das ganze Selbstbestimmungsrecht der Völker ist gar nichts anderes als das Instrument, um von außen dem einen Legitimität zuzusprechen, weil man für ihn ist, und dem anderen die abzusprechen. Aber nie ist man wegen der Legitimität für den, sondern Legitimität zugeschrieben wird, weil man für den einen oder für den anderen ist, weil der einem recht ist. Zwei Kleinigkeiten noch zu dem Thema. Sich aufs Völkerrecht berufen, ist ja schon rein immanent eine Geschichte. Die kann gar nicht anders als so parteilich ablaufen. Insofern ist es wichtig zu sehen, die Berufung aufs Völkerrecht ist, also die parteiliche, verlogene Berufung aufs Völkerrecht, die wir jetzt vorfinden, ist gar kein Missbrauch des Völkerrechts, denn für was anderes ist es gar nicht da. Was anderes kann man damit gar nicht anstellen. Das Völkerrecht hat ja selber die Merkwürdigkeit, dass es einfach zwei wunderbare Grundprinzipien hat, die einfach gegeneinander stehen. Das eine Grundprinzip ist, die Integrität der Staaten darf niemand verletzen. Das andere Grundprinzip ist, die Selbstbestimmung der Völker muss man respektieren. Ja, mit der Selbstbestimmung der Völker kann man Staaten sprengen. Und mit der Integrität der Staaten kann man die Selbstbestimmung der Völker dementieren oder zum Unrecht erklären. Es ist keine Kunst, sich aufs Völkerrecht zu berufen, denn es hält ja alle Prinzipien bereit, um jeden parteilichen Bedarf quasi das rechte Recht zur Seite zu stellen. Das Völkerrecht ist gar nichts anderes als Prinzipien, auf die sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat, weil die Staaten damit ihre Machtansprüche von anderen als ihr gutes Recht akzeptiert kriegen wollen. Und weil die Weltordnung überhaupt so funktioniert, dass eine Macht ihre Machtansprüche durchsetzt und von den anderen verlangt, anerkennt Macht als Recht. Respektiert meine Macht als Recht. Recht ist dann der Zustand des Friedens zwischen den Staaten. Aber er ist nichts anderes als die Anerkennung der Machtverhältnisse. Und deswegen ist das Völkerrecht, ja, alle Staaten einigen sich drauf, weil alle für ihren Bedarf diese Übersetzung von Macht in Recht brauchen und haben wollen. Und bei der Anwendung des Völkerrechts ist ja völlig klar, findet absolute Uneinigkeit statt, weil ja jeder die hehren Titel, die alle unterschreiben, immer für seine Macht in Anspruch nimmt. Und für die Macht, und für die Delegitimierung anderer Machtansprüche. Das hat dann auch den Effekt, dass im Ergebnis nicht das Völkerrecht den Verkehr der Mächte bestimmt, sondern die größere Macht am Ende bestimmt, was als Recht anerkannt wird. Wer sich durchsetzt, wer seinen Machtanspruch auf Dauer aufrechterhalten kann und anerkannt kriegt, weil die anderen nicht drumherum kommen, der ist dann auch der größte Vertreter des Rechts. Deswegen ist die größte Gewalt immer zugleich die respektabelste, die, die am meisten im Recht ist. Merkt man an den USA.
Einschlaglicht in dem ganzen Ding fand ich diese Rede von der Kanzlerin vom Bundestag. Da hat offensichtlich die Linkspartei, die Linke, Gysi oder Wagenknecht, haben ja das im Fernsehen an mehreren Stellen gesagt, die haben diesen Kosovo-Vergleich reingebracht. Und da sagt die Kanzlerin, sie findet den Kosovo-Vergleich schändlich. Das finde ich ganz was Eigens, schändlich. Was ist denn das überhaupt für eine Kategorie? Ein Vergleich schändlich, man könnte sagen, der Vergleich ist falsch, er ist unangebracht. Ich weiß nicht, was man noch alles sagen könnte, aber jedenfalls schändlich ist was Eigentümliches. Die sagt, das gehört sich nicht. So einen Vergleich anzustellen, gehört sich nicht. Das ist unfein, das zu tun. Sie wirft dem Gysi eigentlich vor, er lässt an der selbstverständlich zu fordernden Parteilichkeit für Deutschland fehlen. Sie wirft ihm vor, er fällt Deutschland in den Rücken, indem er den Vergleich anstellt. Da hat sie ja noch weitergeredet. Da hat sie gesagt, ja, und wenn ich mich auf den Vergleich einlasse, dann, was kommt dann? Dann kommt, ja, da in Kosovo, da ging's schon ziemlich blutig her und in der Krim war es ja noch gar nicht so weit. Kann man ja sagen. Aber was ist eigentlich der Gehalt? Der Gehalt ist, natürlich stehen wir über dem Völkerrecht. Wenn wir das Völkerrecht brechen, haben wir gute Gründe. Das ist ja ihre Botschaft, ja, da ging es blutig zu. Ist ja recht, dann ging es ihm blutig zu. Aber das Argument heißt, manchmal steht Menschenrecht über Völkerrecht. Manchmal steht Völkerrecht über Menschenrecht. Und wann ist, sagen wir. Wir haben unsere Gründe, das Völkerrecht zu brechen. Und das ist das Argument, warum der Vergleich schändlich ist. Das drückt aus, wir beanspruchen nicht, gehorsame Diener dieses Rechts zu sein, sondern selber die Definiteure des Rechts. Also zumindest die Richter, die sagen, wann es wie angewendet gehört. Und so kann man sich sicher sein, stehen alle Staaten über dem Völkerrecht, wenn sie behaupten, sie gehorchen ihm. Wichtiger als die parteiliche Handhabung dieser Legitimitätsfragen, dieser Fragen des Völkerrechts und ob der Russe das darf und ob wir das dürfen oder ob wir nicht müssen, weil der Russe was macht, was er nicht darf. Wichtiger noch als diese parteiliche Handhabung des Völkerrechts ist der Umstand, dass diese Rechtsfragen in internationalen Affären, dass diese Rechtsfragen konsequent von der eigentlichen Frage ablenken. Wer fragt, dürfen die das? Gibt es ein Recht, auf das die sich zu Recht berufen können, wenn sie das und das tun? Ja, sagen wir mal, wenn sie den Aufnahmeantrag der Krim in die Russische Föderation akzeptieren. Wer die Frage stellt, der befasst sich nicht mehr mit der Frage, warum tun sie es denn? Die Frage, dürfen sie es? Wer ist im Recht? Wer hat die höhere Moral auf seiner Seite? Die Frage ersetzt eigentlich die Prüfung dessen, warum passiert es denn überhaupt? Letzteres ist vielmehr die Frage, die man sich stellen müsste. Dann wüsste man ja, mit was man es zu tun hat. Dann müsste man, was unser Gemeinwesen oder was das russische Gemeinwesen für ein Gebilde ist, worum es dort geht. Aber die Frage zu stellen, sind die in Übereinstimmung mit dem Recht? Will überhaupt nicht wissen, warum wer was macht. Die will eben bloß fragen, dürfen die das im Lichte des höheren Rechts, letzten Endes, dessen Richter wir selber sind. Wie schlecht das Argument ist, merkt man jetzt, möchte sagen, wieder an Gysi und Wagenknecht, die selber auf der Ebene argumentieren, durchaus in der Absicht, den Deutschen
Anti-Russen-Furor zu bremsen. Durchaus in der Absicht, dem deutschen Vorgehen in der Ukraine-Frage auch ein gewisses Unrecht zuzuschanzen. Aber wenn die dann so Sätze sagen wie, ja, sie müssen schon sagen, Putin hat das Völkerrecht gebrochen, aber der Westen hat jedes Recht verwirkt, darüber zu jammern, denn er bricht es ja selber andauernd. Ja, das ist so ungefähr die Rede von denen. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt sind wir beim rechtsbrecherischen 0:0 oder 1:1. Gleichstand. Okay, beide haben sie Dreck am Stecken. Ja, was jetzt? Was ist denn das eigentlich für politische Stellungnahme? Ja, wenn der Westen sich immer ordentlich dran gehalten hätte, könnte er jetzt über den Putin meckern. Aber hat er selber nicht, darf er also nicht. Da spielt sich dann meinetwegen ein Politiker der Linken als Oberschiedsrichter der internationalen Rechtsfragen auf und gibt beiden Seiten so ein bisschen Unrecht. Und leistet selber keinen Beitrag zu der Frage, warum tun sie es denn überhaupt? Sie selber sind voll auf dieser Frage, ist denn das in Ordnung, was unsere Regierung macht? Und immer nicht in Ordnung im Sinn von, ist der Zweck zu billigen, den sie hat, sondern ist der Zweck in Übereinstimmung mit internationalen Rechtsvorstellungen. Und dieses völkerrechtsmäßige quasi Gleichstand im Unrecht. Ja, beide Seiten haben Dreck am Stecken. Das ist wieder so furchtbar nah an dem Standpunkt der sogenannten realistischen politischen Wissenschaft, die sagt, ja, Mächte streben nun mal nach Macht. Das ist nun mal so. Und sauber ist das alles nicht, aber da muss man eben realistisch sein, so ist es. Da hat man endgültig dann auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Stellungnahmen Auskünfte, die Fragen, und warum streben sie nach Macht? Die Frage, warum streben die nach mehr Macht, beantworten sie mit, Mächte streben nun mal nach immer mehr Macht. Sie beantworten die Frage mit ihr selber. Sodass das Einzige, was wirklich interessant ist, warum braucht unsere Lebensform eigentlich immer wieder Krieg? Und wenn es jetzt kein Krieg ist, und die Kanzlerin hat uns ja zu unserer Beruhigung versichert, bis zum Krieg will sie nicht gehen in dieser Frage. Es ist kein Krieg, nein, soll auch keiner werden, haben wir schon verstanden. Aber es ist eine kriegerische Konfrontation, es ist eine Konfrontation von Militärmächten um Territorium und, wem gehört dieser Raum? Das ist völlig klar. Die einzige interessante Frage ist, warum braucht unsere Lebensform solche Gewalt? Die einzige Frage ist, warum kommt es in unserer Ordnung immer wieder zu sowas? Und die Frage will keiner beantworten. Die einen sagen, das dürfen sie nicht, und die anderen sagen, das machen die immer. Und beides ist eigentlich das dürfen sie nicht, ist die eine Hälfte von, naja gut, und alle verstoßen dagegen, und dann weiß man wieder, dass man mit dem Recht, mit dem Völkerrecht auch nicht weit kommt. Und die anderen sind schon gleich realistisch und sagen, machen die sowieso. Und ist auch eine Weise, sich damit abzufinden. Also erstmal, warum ist das so, ist die interessante Frage. So, und dazu soll jetzt noch ein bisschen was kommen. Das ist der dritte Teil. Also der erste war das mit den Aufklärungen, die uns die Chronologie leistet. Der zweite Teil war der ganze Standpunkt mit dem Völkerrecht. Wer darf was? Und das dritte wäre jetzt dieses, warum ist es denn eigentlich so, dass die Europäische Union mit einer russischen Großmacht in der Nachbarschaft nicht leben kann. Dass die das unverträglich finden. Dass sie
Zug um Zug Russland aus Europa verdrängen und das quasi für ihren natürlichen Lebensprozess halten. Es zeigt sich eben an dem Fall Ukraine, und dafür steht auch dieses Assoziationsabkommen und das, was ich drüber vorhin nicht gesagt habe, dass die EU überhaupt nicht dieses Bündnis von Staaten, die wirtschaftlich sich aneinander stärken wollen, ist. Das war sie vielleicht mal bei der Gründung mit den ersten fünf. Sie hat vielleicht die Praxis auch noch weiter getrieben, wie sie die iberischen Länder aufgenommen hat. Ja, das waren Entwicklungsländer und man hat gesagt, gut, dann entwickeln wir euch mit europäischen Strukturfonds und ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese vielen Milliarden, die dann nach Portugal und Spanien geflossen sind, um die Länder auf europäischen Stand zu bringen. Inzwischen ist die Europäische Union durchaus nicht mehr sowas wie ein Bündnis von irgendwie gleichrangigen und gleichgestellten Nationen, die sich aneinander stärken wollen, sondern die Europäische Union ist ein Machtblock bestimmter Staaten, die sich andere Staaten als Hinterland zuordnen. Und da sind zwei Sachen interessant. Einerseits die ganze Geschichte, wie das nicht erst mit der Ukraine, sondern schon mit der Zuordnung Bulgariens und Rumäniens gegangen ist. Da ist nichts mehr mit Strukturfonds und nichts mehr mit Milliarden, die hinfließen. Da ist nichts mehr mit, man unternimmt tatsächlich europäische Anstrengungen zur Entwicklung dieser Länder, dass sie europäisches Niveau erreichen, dass sie irgendwann so produktiv und kapitalistisch entwickelt sind wie Frankreich und Deutschland. Sondern man gliedert sie sich als Hinterland an. Und die andere Seite, Russland wollte ja mal Mitglied der EU werden. Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt könnte man auch sagen, na, Russland, also es war die Freihandelszone von Portugal bis Vladivostok, war mal so eine Formel, ja. Ja, das, daraus wird nichts. Warum? Der Markt wäre groß, die Geschäftsgelegenheiten wären nicht unbedeutend. Aber Russland ist zu groß und zu mächtig, um für ein Land wie Deutschland und Frankreich und die anderen dominierenden Staaten der EU als Instrument ihrer Stärkung zu taugen. Russland ist zu mächtig, es würde ja der Macht der EU endlos viel hinzufügen, nämlich zum Beispiel die zweitwichtigste Atombewaffnung der Welt. Aber das ist nicht attraktiv. Warum? Weil die natürlich sofort eines der Bestimmenden, wenn nicht das bestimmende Subjekt der EU würden. Und dann ist Deutschland, Frankreich der Meinung, nein, nein, wir wollen Länder uns angliedern, die sollen unserem Machtbereich zugeordnet werden, aber nicht wir einem anderen. Auch, dass man die Türkei seit ungefähr 40 Jahren als Assoziationsland mit Beitrittsperspektive sich hält und von sich fernhält. Ist auch so ein Ding. Ja, die Türkei wäre zu gewichtig. Andere Länder ordnet man sich zu. Länder, die gar nichts anderes werden können als Instrument deutscher und französischer Machtentfaltung. Man gliedert sich Länder an, das ist das Stichwort friedliche Eroberung, und beide Bestandteile des Wortes dürfen wir nicht unterschätzen. Bisher läuft es alles als friedliche Eroberung. Friedlich im Sinn von, ja, es ist alles über den Willen der dortigen Staatsführungen gelaufen. Und wenn jetzt nächstens Serbien keine andere Existenzperspektive mehr sieht, als sich der EU anzuschließen, übrigens nachdem er erst einmal in einem Krieg ihnen bewiesen hat, dass sie eine selbstständige Macht in Europa nicht sein können.
Wenn jetzt Serbien nächstens sich da anmeldet und fragt, ob es rein darf, dann ist es wieder so ein Hinterland, das sich da angegliedert wird. Und wonach strebt man? Man strebt danach, Länder mit der großen Marktmacht, mit der großen Geldmacht der Europäischen Union so zu konfrontieren, dass sie nicht aus einer freien Nutzenerwägung, ist der Nutzen größer, ist der Nachteil kleiner, in die EU eintreten, weil es ihnen nützt, sondern dass sie anerkennen, dass sich der EU zuzugesellen vor allen nationalen Nutzenfragen rangiert. Dass es eine Existenznotwendigkeit für so ein kleines, unbedeutendes Land ist, in dieser EU drin zu sein. Friedliche Eroberung hat schon den Charakter, die Staaten sagen bisher jedenfalls freiwillig, sie wollen Mitglieder werden. Aber was sie dann werden ist, sie werden ja untergeordnetes Moment eines Machtblocks, der ihnen die Existenzbedingungen diktiert und der ihnen ja auch dann vorbuchstabiert, was die Erfolgsbedingungen unter diesen Existenzbedingungen sind. Wie man Staat machen muss, damit man unter diesen Lebensbedingungen als Staat überleben kann. Ja, das sagen Sie jetzt den Griechen, werdet konkurrenzfähig. Dazu müsst ihr euren Staatshaushalt sanieren, dazu müsst ihr eure Krankenversicherung zurückführen, dafür müsst ihr eure Rentenversicherung zurückführen. Ihr müsst einfach das ganze Land dem Kapital so unterordnen, dass es so attraktiv für Kapitalisten wird, dorthin zu gehen, dass auch Griechenland Investitionen kriegt. Und genau das sagen sie der Ukraine und sagen sie den Serben und so weiter. Und die Frage, was es die Länder kostet, dürfen die Länder gar nicht mehr stellen können, in so einer Zwangslage müssen die sein. Die müssen verstehen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und das ist das Moment von friedlicher Eroberung. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Für manche Länder wie der Ukraine hat friedliche Eroberung ja noch den harten Ton, ihr werdet Assoziationsland, nicht Mitgliedsland. Also ihr werdet den Regeln des EU-Markts, der EU-Reglements, des EU-Regierens unterworfen, denen müsst ihr entsprechen. Aber bei der Festsetzung der Regeln seid ihr natürlich nicht dabei, das machen andere. Das ist was anderes, wenn Serbien irgendwann Mitglied der EU wird. Aber auch da muss man noch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob man formelles Mitglied der EU ist, wie es die Slowakei ist oder meinetwegen Zypern, und dann auch irgendwelche Leute in den Gremien sitzen hat, die da mitreden, wie die Regeln gemacht werden. Dann ist der Formalismus, ihr seid auch mit Subjekt des ganzen Bündnisses, gewährleistet. Aber es ist doch im Wesentlichen Formalismus. Denn wie in dem Bündnis Wirtschaft gemacht wird, wie in dem Bündnis gelebt wird, was für Gesetze da gelten, das bestimmen natürlich die mächtigen Mitgliedsländer, an deren Wachstum, an deren Wirtschaft, an deren Geld dann auch die Existenz der anderen hängt. Es hilft ihnen gar nichts, dass sie irgendwann auch einen Kommissar für Tourismus kriegen in Brüssel. Ja, den haben sie dann schon, stimmt schon. Der sitzt auch mit am großen Tisch der Kommissare. Aber worum es in Europa geht, entscheiden nicht diese Peripherieländer, sondern das entscheidet das Zentrum mit seinem kapitalistischen und machtmäßigen Bedarf. Im Fall der Ukraine jetzt ist die Methode der friedlichen Eroberung an eine Grenze gestoßen. Auch diesen Staat hat man in einer alternativenlosen Notlage gewähnt und ihm das Assoziationsabkommen angeboten. Auch mit diesem Staat hat man den Versuch gemacht, es geht doch friedlich, es geht doch mit dem Willen der dortigen Staatsführung, dass man das Land
der EU angliedert und ihren Reglements unterwirft. Reglements, von denen, da habe ich vorhin ja davon geredet, beim Umbruch, den die Ukraine dann vor sich hätte oder jetzt vielleicht vor sich haben wird, unglaubliche soziale Verwüstungen anrichten muss. Aber egal, die Methode der friedlichen Eroberung, seht doch ein, euch bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ihr könnt doch ohne unser Geld gar nicht mehr weitermachen, diese Touren. Ihr braucht doch unser Geld, also unterschreibt gefälligst. Diese Tour ist bei der Ukraine in einer Hinsicht gescheitert. Der Vertrag war schon fertig, aber er ist nicht unterschrieben worden. Die Staatsführung hat sich geweigert. Warum? Weil sie in all ihren Abhängigkeiten tatsächlich noch eine Alternative gehabt hat. Weil sie tatsächlich mit ihrer Abhängigkeit von Russland noch einen anderen Ansprechpartner gehabt hat, den man fragen konnte, was ihm sein Einfluss in der Ukraine eigentlich an Subventionen, an Opfern, an Gaspreisminderung und so weiter wert ist. Woran ist die EU also gescheitert? Sie ist daran gescheitert, dass dieses Land nicht so alternativlos auf die Existenzbedingungen EU angewiesen war, wie die EU das für so ein Assoziationsabkommen braucht. Das zeugt dann aber auch davon, dass die friedliche Ausdehnung dieses Machtblocks darauf beruht, dass es keine alternative Macht gibt, die den Staaten, an denen man Interesse hat, irgendwelche alternativen Existenzbedingungen anbieten kann. Die friedliche Eroberung beruht darauf, dass andere Mächte keinen Einfluss auf diese Staaten üben können. Sonst, und das sieht man an der Ukraine, klappt das friedliche Erobern nicht. Und jetzt hat man einen gewissen Übergang gemacht. Man hat auf Regime Change gesetzt, wie man es sonst von den Amerikanern kennt. Man hat schon einen Weg, natürlich, man ist nicht mit eigenem Militär einmarschiert, klar, das kommt auch so leicht überhaupt nicht in Frage für die EU. Aber man hat einen Gewaltweg gewählt. Und der trifft auf die Gewalt eines anderen Staats, der seine eigenen Interessen an diesem Staat Ukraine auch aufrechterhält und sich nicht einfach wegschieben lässt. Jetzt merkt man, diese Frage, warum kann denn die EU mit so einem mächtigen Russland im Osten nicht leben? Ja, wenn sie einfach so ein Handelsverein wäre, dann ging das womöglich ja auch. Aber die Europäische Union ist längst selber wirklich ein Machtblock. Ist selber eine Art, total unfertig, aber selber eine Art Imperium in Europa. Und als eine Macht, die andere Mächte unbedingt auf sich verpflichten will, als eine Macht, die andere Mächte in einer Weise auf sich verpflichten will, dass denen eine eigene Rechnung über Nutzen und Schaden der Angliederung gleich verunmöglicht wird, als eine solche Macht ist sie nur frei, wenn sie andere Machtansprüche fernhält. Da merkt man dann auch, dass die friedliche Eroberung, die bisher funktioniert hat, so ganz ohne Gewalt auch bisher nicht gewesen ist. Da gehört die Rückendeckung durch die NATO, durch dieses Militärbündnis mit der größten Militärmacht der Welt. Die Rückendeckung durch die NATO, europäische Staaten kann niemand angreifen, niemand kann, auch Russland nicht, schon gleich Russland nicht, sich das Risiko einer militärischen, eines Krieges mit der NATO eingehen. Diese Rückendeckung ist die Basis dafür, dass man den ganzen Osten Europas sich so angliedern konnte in der Form der freiwilligen Unterordnung. Und jetzt, wo man an die Grenze stößt, wird unmittelbar deutlich,
Jetzt ist die NATO gefragt. Wenn Russland sagt, es gibt auch noch eine andere Ebene der staatlichen Konkurrenz, nämlich die Gewalt, dann ist sofort im Westen klar, ja, jetzt ist die NATO gefragt. Ist nicht die ganze friedliche Eroberung oder warum das an Russland eine Schranke hat, liegt doch daran, dass die friedliche Eroberung nach Osten schon immer die eine Methode war oder zum Zweck hatte, die Macht Russlands zurückzudrängen. Also ein Ostblockstaat nach dem anderen, an der Ukraine doch offensichtlich, ist der Zweck gewesen, dieses Gebiet Russland abspenstig zu machen. Also das ist nicht eine objektive Lage, auf die, da gibt es auch noch eine andere Macht, sondern der Zweck nach außen von der EU ist doch damit verbunden. Das merkt man doch auch daran, also schon am Resultat, die EU sagt nicht, also gut, wenn Russland nicht will, dann machen wir halt hier Stopp. Sondern jetzt wird doch genau besprochen, Russland könnte sich herausnehmen, außer der Krim noch weiter in die Ukraine einzugreifen. Das, was Sie bislang mit Russland, das Verhältnis, das Sie hatten, wir drängen euch immer weiter raus aus euren früheren Gebieten und ihr sollt bitte das nicht für eure Rücksichtslosigkeit gegen euch auffassen. Das haben sie bislang betrieben. Und sind Schritt für Schritt mit den Raketenabwehr und allem Möglichen auch weiter nach Osten vorgedrungen. Und da hat Russland gesagt, das jetzt nicht mehr. Ja, ich frage mich, wie man den Gedanken nehmen soll. Also meine Rede war, die Europäische Union baut an und ist da noch lange nicht fertig, an einem Machtblock. Und der Machtblock hat zum Zentrum Deutschland und Frankreich und im Augenblick sehr Deutschland, das merkt man auch, die Kanzlerin ist die Führerin Europas in diesen Fragen. Und sie machen sich die anderen Staaten für dieses ihren Wirtschaftsraum und ihren Raum eines einheitlichen Staatswillens zurecht. Wie man den Gedanken, die machen eine friedliche Eroberung, um ihren Raum von Wirtschaft und Kommando auszudehnen. Wie man den Gedanken zu dem Gedanken, und sie machen das alles, um die Russen zurückzudrängen. Wie man die beiden Gedanken in ein Verhältnis rückt. Ich kann irgendwie nicht sehen, dass die praktisch die Russen zurückdrängen wollen, ohne dass sie was Eigens davon wollen. Das ist doch ein und dasselbe. Den eigenen Machtbereich auf Kosten des Landes, das halt bis dato Osteuropa dominiert hatte. Und seine Verbindungen und seine Bündnissysteme und bis hin zu seinen Bevölkerungsminderheiten in den Ländern Osteuropas hatte. Ja, die eigene Expansion geht auf Kosten dieses anderen Landes und das andere Land, die Russen, müssen immerzu zurückweichen. Ich finde es bloß idealistisch gedacht zu sagen, die hätten nicht den Zweck der Etablierung eines EU-Machtblocks, sondern den Zweck Zurückdrängung Russlands. Weil wozu sollen sie das wollen, wenn sie nichts selber davon haben wollen? Ich habe mich völlig falsch verstanden. Das ist mir unglaublich, dein Urteil, dass du gesagt hast, das zeugt alles davon, dass die friedliche Eroberung darauf beruht, dass andere Länder keinen Einfluss nehmen können. Die beruht darauf, dass man den Einfluss Russlands permanent zurückgedrängt hat, ja, seit dem Ende der Sowjetunion. Die beruht darauf, dass andere Länder keinen Einfluss nehmen können oder nicht nehmen. Und mit Russland hat man das Spiel eine ganze Weile getrieben. Schaut mal, wir nehmen Polen auf, wir nehmen die Tschechei auf, die Slowakei auf, in die EU. Und das ist alles nicht gegen euch gerichtet.
Ihr werdet halt draus ihr habt halt dort nichts mehr zu melden. Dann, wir richten den ganzen Balkan europäisch aus. Das war auch ein großes Verdrängen Russlands. Es war ja auch zeitenweise in den Balkankriegen immer die Frage, greift Russland vielleicht doch irgendwann auf der Seite der Serben ein? Tun sie irgendwas dagegen, dass sie dass sie die Bündnispartner am Balkan verlieren? Naja, es waren halt immer so Tests und die Russen sind zurückgewichen und dann ist der Balkan proeuropäisch ausgerichtet worden. Und insofern ist schon richtig, die friedliche Eroberung hat die ganze Zeit schon dieses Zurückdrängen russischen Einflusses zur Bedingung gehabt. Also soweit verstehen wir uns. Ja. Ich möchte mal bei der Ukraine auf den geostrategischen Zusammenhang zu sprechen kommen. Und zwar, es gab mal einen berühmten amerikanischen Schriftsteller, der hieß Zbigniew Brzezinski. Der hat unter anderem ein Buch verfasst über die einzige Weltmacht. Und da hat er seine Ziele so formuliert: Wer die eurasische Landmasse beherrscht, beherrscht die Welt. Also es war nicht einfach ein kleiner Mann, der da irgendwie eine Meinung verbreitet hat, und aber Abraham Berater des USA-Präsidenten. So, nun aber kommt die andere Frage, dieses Zurückdrängen des Einflusses ist im Zusammenhang mit einer großen Einkreisungspolitik zu sehen. Da gibt es eine Arbeitsteilung. Die EU ist für die Zurückdrängung Russlands verantwortlich. Und die amerikanischen Satelliten in Asien sind für das Zurückdrängen Chinas verantwortlich. Also da gibt es eine Zusammenarbeit. In China heißt es die Perlenkettenstrategie und hier ist es eben die ehemaligen Länder der UdSSR in den Besitz zu bekommen. So, nun aber kommt eine andere Frage ins Spiel. Die Weltmacht USA ist selbst schwer erkrankt, nämlich an Maßlosigkeit und Gier. Ja, und diese Macht ist zum Untergang verurteilt. Da gibt es, die hat ihre Macht hinter sich. Das ist wie im alten Rom. Es ist Schluss. Es geht nicht mehr. Die kommen an eine bestimmte Grenze nicht mehr vorbei. Und dann, die Folgen sind klar. Dann kommt es zur gewaltsamen Auseinandersetzung. Das muss kommen. Ja, entweder geht sie von innen heraus, verfault diese Weltmacht von innen heraus, oder sie versucht mit einem gewaltsamen Kraftausbruch die Lage zu seinen Gunsten zu verändern. Und ich befürchte, das Zweite wird der Fall sein. Sie werden auf die Risiken keinerlei Rücksicht nehmen. Wenn eine Weltmacht untergeht, dann nimmt sie das letzte Mittel und verteidigt sich mit allen Mitteln. Und das wird die Auseinandersetzung werden. Es gibt aber eine Möglichkeit, der Professor Dubin, ein Politwissenschaftler an der Petersburger Universität, hat die Idee eines Eurasischen Völkerbundes ins Spiel gebracht. Das heißt, ein Europa freier Völker mit dem Beitrag Russlands, also zu bilden, ja, als Gegengewicht gegen die NATO und die EU. Das könnte man zum Beispiel auch mit der Ukraine, hat ja Putin dieses Ziel auch verfolgt, die Ukraine nicht den Westen zu überlassen, sondern in einen eurasischen Völkerbund einzugliedern. Und das wird einmal auch, wenn die EU an ihren Widersprüchen zugrunde gegangen ist, hat ja zweifellos kommen. Denn Überdehnung, das ist alte Sache, an Überdehnung gehen Weltmächte zugrunde. Das hat die Geschichte bewiesen und es beweist jetzt immer wieder. Das wird der Gegner nämlich eine Frage. Entweder mit der liberal-kapitalistischen Weltmacht in den Untergang oder mit einem Bund freier Völker, in einem eurasischen Völkerbund
zum Frieden. Diese beiden Fragen stehen auch zur Debatte. Das ist ein seltsamer Blödsinn. Russland als freies Volk. Sie sagen, am besten wächst er zurück zur Diktatur und der Putin. Das wissen Sie ganz genau. Aber wenn Sie behaupten, dass danach bloß Freiheit herrscht, ist das dann. Ja, ja, diese also, beiden Fragen. Das ist ja nicht erst, das ist dann gelogen. Ich will mal einen Punkt positiv aufgreifen, das ist das mit der geostrategischen Bedeutung. Ja, gerade jetzt, wo deutlich wird, die Konkurrenz um den Anschluss von Staaten an die EU kommt an eine Grenze des friedlichen Eingliederns oder das friedliche Eingliedern kommt an eine gewisse Grenze. Wird deutlich, dass die Macht über andere Staaten zu haben, die militärische Macht, dass das die Grundlage dieses ganzen friedlichen kapitalistischen Eingliederns ist. Und da ist diese Geschichte von diesem Brzezinski, der eben Sicherheitsberater von Präsident Carter gewesen ist in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, der sagt, und ich glaube, das mit der eurasischen Landmasse, das kenne ich so nicht. Ich kenne den Satz, Russland ohne die Ukraine ist nicht verteidigbar. Und das ist auch eine interessante Auskunft. Da merkt man das dann, dass die Ukraine, außerdem, dass sie ein Bereich ist, wo eben drum gerungen wird, welche der Mächte das Sagen dort hat, auch welche der Mächte sich der sicher schmächtigen Potenzen, wirtschaftlichen Potenzen dieses Landes bedienen kann und welcher davon ausgeschlossen ist. Dass abgesehen von den beiden eben noch die dritte Ebene der Staatenkonkurrenz nicht unbedeutend ist, nämlich geostrategisch, was die militärische Verteidigbarkeit Russlands als Weltmacht betrifft, ist die Ukraine offenbar eine ziemlich entscheidende Größe. Und da hat er eben gesagt, Russland hat die Perspektive eines Wiederaufstiegs nie ohne die Ukraine, nur mit der Ukraine. Und ja, und die Zugehörigkeit geht es da jetzt gerade. Das war das eine. Das zweite, was ich nicht so positiv aufgreifen wollte, war das mit dem Untergang der Weltmächte und mit der Überdehnung. Der Witz ist, die Amerikaner kämpfen gerade schwer drum, zu entscheiden, ob es eigentlich über eine Überdehnung ist, was im Moment vorliegt, oder ob das genau ihrer Macht entspricht. Das weiß man ja immer hinterher, wenn es nicht mehr geht, dann kann man rückblickend leicht sagen, ja, Imperial Overstretch. Das glaube ich schon, das geht leicht rückwärts. Aber vorwärts, da sagen die Amerikaner nichts Overstretch, wir machen das. Und damit will ich jetzt noch einen Augenblick dazu kommen. Die Europäische Union mit ihrer Tour, und speziell die deutsche Regierung mit ihrer Tour, Länder richtig bedingungslos auf die EU-Lebensweise festzuklopfen, richtig dem europäischen Kapitalismus zu unterwerfen, das ihnen als die einzige Existenzchance zu lassen und dann natürlich ihnen aufzuzwingen, bewährt euch an diesen Maßstäben. Das ist schon sehr die Tour, wie Deutschland es die Ausdehnung der EU betreibt und betrieben hat. Und das hat sie immer kombiniert, seit der Wiedervereinigungszeit, also seit 25 Jahren, immer zu kombiniert mit, und es muss für Russland überhaupt nichts heißen, also Russland muss sich gar nicht beleidigt oder zurückgedrängt fühlen, wir behandeln Russland nebenher und gleichzeitig als privilegierten Partner und können bestens mit dem Land. Es hat seine Konjunkturen gehabt. Kanzler Schröder hat mit Russland besonders gut gekonnt. Damals, wie der zweite Bush eben diesen Irakkrieg angezettelt hat und Deutschland nicht mitgemacht hat, da hat man sich sehr distanziert gegen die Amerikaner mal gestellt und eine strategische Partnerschaft mit Russland gepflegt. Damals hat man auch diese Gaspipeline durch die Ostsee geplant und dann ja auch verwirklicht. Und auch die Merkel hat noch den Standpunkt gepflegt, es gibt immer ein Vorwärts der EU und einen Weg, wie Russland damit leben kann.
Das war immer schon die Beschneidung russischen Einflusses, die Zurückdrängung, aber immer verbunden mit dem Angebot, naja, ihr wollt doch beim Westen mitmachen, ihr wollt doch jetzt auch kapitalistisch und kooperativ sein, na gut, mit uns könnt ihr immer besondere Beziehungen haben. Und sie haben diese Zweigleisigkeit 25 Jahre lang mit verschiedenen Gewichtungen durchgehalten. Und jetzt haben sie ein Niveau des Konflikts angezettelt, in dem sie nicht mehr das Subjekt sind. Das war ja jetzt ja gerade die Rede davon. Wenn man die friedliche Eroberung an ihre Grenzen führt und das zu einer Frage militärischer Selbstbehauptung, in dem Fall militärischer Selbstbehauptung der Russen wird, dann steht auf der anderen Seite die Militärmacht der NATO als die andere Seite. Und dann ist auf einmal der Konflikt auf einem Niveau, das sind die europäischen Staaten, die den geschürt und gefördert haben, weil sie die Ukraine sich zuordnen wollten. Die sind auf einmal damit konfrontiert, dass sie jetzt gar nicht mehr das Subjekt dieses Konflikts sind. Jetzt kommt der amerikanische Präsident und sagt, er macht sich zum Schutzherrn der nationalistischen Fanatiker in Kiew. Sie reisen jetzt hin und sagen, wir verschaffen euch Waffen zum Beispiel, Geld. Der amerikanische Präsident reist nach Europa und sagt, Russland muss einen Preis zahlen für die Ukraine und die deutsche Regierung ist schon längst wieder dabei zu sagen, okay, der ist jetzt bezahlt oder jedenfalls so ungefähr, findet man wieder einen Weg, diese Doppelgleisigkeit zu fahren. Und der amerikanische Präsident sagt, der Preis ist noch lange nicht bezahlt. Kurzum, jetzt ist es eine Konfrontation, in der die Amerikaner drauf dringen, dass dann aber auch, wenn Militärmacht gefragt ist, dass dann auch Amerika das letzte Wort in diesen Entscheidungen hat, wie der Konflikt gehandhabt und betätigt und bewältigt wird. Und die Bündnispartner, jetzt merkt man ja die Reise des Präsidenten in Europa, gefälligst mehr aufrüsten sollen, gefälligst sich von dem Gasgeschäft mit Russland so gut es geht freimachen sollen. Amerikanischer Präsident sagt, wir liefern euch das Gas, kauft es den Russen nicht mehr ab. Kurzum, jetzt hat der Konflikt den Charakter der Kalten Kriegskonfrontation eigentlich wieder gekriegt. Und das ist den Amerikanern verdammt recht. Weil die Kalte Kriegskonfrontation ist die Weise, wie sie sich die konkurrierenden kapitalistischen Großmächte als Bündnispartner zu- und unterordnen. Seit 1990 suchen die Amerikaner den Ersatz für die große Konfrontation mit der Sowjetunion. Der erste Ersatz war neue Weltordnung des ersten Bush. Er macht einen Krieg gegen den Irak, den ersten Irakkrieg, damals wegen Kuwait. Und die Welt soll sich dahinter stellen. Dann die ganze Schiene mit War on Terror, also der weltweite Krieg gegen den Terror. Amerika versucht ein ganzes Jahrzehnt lang, die Welt in eine Konfrontation gegen den Terror und hinter sich zu schauen. Und all die Konfliktstoffe haben die Qualität des Kalten Kriegs in Sachen Gleichschaltung der Bündnispartner nicht hingekriegt. Die waren für die Amerikaner alle unzureichende Ersatzmaßnahmen. Und jetzt ist die nächste Stufe, jetzt ist das wieder die Gelegenheit, die Partner, die sich ja immer weniger an Amerika orientiert haben, die immer freier in Konkurrenz zu den Amerikanern an der Front des Geldes, des Euro gegen den Dollar, an der Front der, wo findet Wachstum in der Welt statt und wo nicht, und in Sachen strategischer Ausrichtung, eben strategische Partnerschaften mit Russland und China einzugehen, war den Amerikanern in dem Sinn nie recht gewesen. Jetzt ist die Konfrontation auf einer Ebene, eben der militärischen, angelangt, und das ist der Hebel, wie Amerika sich seine Bündnispartner wieder zu- und unterordnet. Und die deutsche Regierung ist bemüht, sich dieser Inpflichtnahme zu entziehen. Das ist der Grund, warum in Deutschland
wie man das so sagt, die Putin-Versteher nicht aussterben. Ja. Ja, ihr kennt ja das, es gibt die Zeitungen, also die FAZ macht das seit 2 Wochen, alle 2 Tage, beklagen sich einfach, dass es zu viel Putin-Versteher gibt. Und man hat ja auch gemerkt, in der großen Politik gibt es sehr viele Politiker der zweiten Reihe, also nicht die allerersten Verantwortlichen für die nationale Linie, aber in der zweiten Reihe. Sehr viele, sehr im Sinn einer kapitalistischen Nation seriöse Leute, die sagen, das kann man doch nicht machen, was die machen. Das geht von dem Günther Verheugen, das war in der NN gestanden, über den Horst Teltschik, der war bei, weiß nicht, was Maischberger, was der Maischberger. Das ging bei Anne Will, Donjani und 2, 3 Leute. Alle sagen, das ist doch unmöglich, was die machen. Die verlassen den Weg, den Erfolgsweg Deutschlands, nämlich diese Zweigleisigkeit. Und man merkt dann, die Debatten sind alle so irrational. Im Grunde sind es welche, die alternativen Imperialismus vorschlagen. Eben, bleib doch bei dem Weg von gestern. Der hat doch Deutschland gut getaugt. Aber reden tun sie auf der Ebene dieser Rechtskategorien, dieser Rechtfertigungen, dieser Legitimationsfragen, Legitimitätsfragen, von denen ich vorhin geredet habe. Dann sagt er, die hätten doch auch gewisse Rechte in der Ukraine. Der Westen ist auch nicht sauber. Dann wird so argumentiert, aber meinen tut man. Deutschland hätte sich doch von der Unterordnung unter die USA schon ein ganzes Stück weit freigeschwommen und jetzt gerät man wieder ganz, ja, ins Kielwasser von den Amis, wegen der Konfrontation mit Russland, die man bis an die Grenze des Militärischen treibt. Ja, und ich muss nur sagen, ein Einwand gegen die EU-Politik hinsichtlich der Ukraine ist es ja im Prinzip auch überhaupt nicht. Nein. Ja. Ich sage immer, dabei, ja, also auf diesem Weg hätte man mehr dran denken müssen, was der Putin eigentlich davon halten tut. Ja? Also das ist ja gar nicht so, dass sie das Ziel und den Zweck, der da ukrainemäßig verfolgt wurde, irgendwie in Frage stellen. Überhaupt nicht. Sondern es ist, war dabei, hätte man doch die Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten von dem Herrn Putin ja, etwas mehr von Russland bedenken müssen, mehr darauf eingehen, sie früh von Anfang an in ein Gespräch einbinden müssen. So wird geredet, ja. Mir leuchtet das, was du über USA gesagt hast, überhaupt nicht an. Also es kam ja im Prinzip kam bloß vor, in den USA ist dieser Konflikt gerade recht, um eine Einheit zu schmieden, die sie seit dem großen Ost-West-Gegensatz vermisst. Das finde ich als Urteil über den amerikanischen Standpunkt nicht richtig. Das ist bestenfalls ein Kollateralnutzen. Aber es ist doch gar nicht so, dass das ein rein europäisches Projekt gewesen ist. Es waren doch die Amerikaner, die ganze Zeit den Umgang Europas mit der Ukraine kritisiert haben, in dem Sinne, dass sie den Vormarsch, den auch Amerika haben will, also den Vormarsch des Westens und der NATO vor allen Dingen, nicht ordentlich im amerikanischen Sinne vorantreiben. Also gemessen an dem auch amerikanischen Programm sind doch die Europäer gerade immer kritisiert worden. So, und insofern und daran merkt man, meine ich, was. Und deswegen leuchtet mir auch nicht ein, dass du vorhin den Beitrag von der Dame da ganz hinten als idealistisch gekennzeichnet hast, dass es um die Zurückdrängung Russlands geht. Dass es den Westmächten um die Zurückdrängung Russlands geht. Ich meine, das ist durchaus kennzeichnet, weil in allen Fragen auf der Welt hat man es immer, die man gewaltmäßig für sich entscheiden will, hat man es immer irgendwie mit Russland zu tun. Von daher, und zwar auch über die Frage hinaus, dass man selber als Machtblock wachsen will und sich Territorium aneignen will, hat man es immer mit Russland zu tun und auch Interesse daran, die russische Macht zu schwächen. Und das hat man in den ganzen 90er Jahren so dermaßen erfolgreich getan in der Jelzin-Zeit. War das richtig Programm, diese Nation ökonomisch und militärisch klein zu machen? Das ist dann mit Putin nicht mehr ganz so gelungen. Also kurzum, was ich sagen will, auch in der Ukraine haben die USA maßgeblich mit daran mitgewirkt und das vorangetrieben, Russland diesen wichtigen Einflussbereich streitig zu machen.
Und wenn sie jetzt militärisch da aufmarschieren und ihren NATO-Partnern den vertraglich garantieren, sie gegen Russland zu verteidigen und da quasi ein Militärszenario schon entwerfen, ein Kriegsszenario, dann machen sie es durchaus aus ihrem eigenen Interesse, Russland zurückzudrängen. Ja, halb, halb. Also erstens, ja, Amerika viel mehr als die Europäische Union ist die Ukraine sowieso scheißegal. Amerika hat an der Stelle und an vielen Stellen immerzu Russland als den Widerpart seiner Potenz die Welt zu regeln. Also das gilt in Syrien, kann man nicht alles regeln, wie man will, weil Russland den Assad weiter stützt. Im Iran ist die Frage mit der Atomwaffenbewaffnung, da braucht man Putin oder braucht man die russische Unterstützung, damit man denen den Weg zur Atombombe abschneiden kann. Und das sind nicht die einzigen Fälle. Kürzlich war Libyen, da waren auch die Russen das Hindernis. Also insofern, ja, die Russen sind immer das Hindernis. Amerika will die russische Macht brechen, zerstören. Russland ist auch nach dem Ende der Sowjetunion und nach allem Einflussverlust und nach allem Zurückfallen in Sachen technologischen und militärischen Potenzen in den letzten 25 Jahren immer noch viel zu groß, um für die amerikanische Weltmacht ja, quasi eine tolerierbare Mittelmacht zu sein. Jetzt hat Obama ja gestern gesagt, Russland ist eine Mittelmacht. Da merkt man das genau. Russland sagt, wir sind eine Weltmacht. Und er sagt, eine Regionalmacht, die aus Schwäche handelt. Also in der Hinsicht ist erstmal richtig, ja, Amerika stört sich an der militärischen Fähigkeit, die Russland hat und die deswegen immer ein Hindernis der Potenz der USA ist, den Weltlauf zu bestimmen. Stimmt. Deswegen geht es denen viel klarer noch als den Europäern einfach um die Demontage russischer Macht. Das ist das Erste. Das Zweite, da will ich jetzt ein bisschen das hochhalten, was ich gesagt habe. Alle Konfrontation Amerikas, seit dem Kalten Krieg übrigens, auch der Kalte Krieg war ja so eine Phase, hat immer die Doppelbedeutung. Beschränkung, Zurückdrängung, Vernichtung einer entgegenstehenden Militärmacht und damit die Disziplinierung aller Bündnispartner. Das hat immer schon die Doppelbedeutung gehabt. Und wir haben jetzt wirklich an 20 Jahre Kriegsgeschichte der USA auch so immer rumanalysiert, dass sie mit diesen ganzen Szenarien, war jetzt ja die Rede davon, Irakkrieg, War on Terror und so weiter, immerzu auch die Disziplinierung der Partner angestrebt haben und dann war die Konfrontation nicht gewichtig genug, um das zu leisten. Also die Seite hat es ganz bestimmt auch. Jetzt von der EU her, da meine ich, muss man jetzt wieder die andere Seite sagen. Einerseits ist auch die Europäische Union als Mitglied der NATO, als Mitglied des Bündnisses, das gewaltmäßig in der Welt quasi keinen Widerstand, auf keinen Widerstand treffen möchte. Auch gestört, herausgefordert durch die Existenz russischer Macht. Es gibt also auch da das Interesse, die russische Macht zu stören, zu zerstören, zurückzubringen. Zu drängen. Das ist durchaus ein Moment der europäischen Zielsetzungen. Also ja, insofern verstehe ich das. Den negativen Zweck der Expansion, Russland schädigen, gibt es durchaus. Aber ich finde es nach wie vor verkehrt zu sagen, die expandieren bloß, weil sie Russland schädigen wollen. Das finde ich einen Quatsch. Die wollen selber den Machtblock darstellen, der Europa beherrscht. Und da ist der Gedanke, jetzt sage ich mal ganz blöd,
Selber wollen sie nichts, sie wollen bloß als NATO die entgegenstehende Militärmacht brechen. Das ist höchstens immer die eine Hälfte bei der EU. Die andere Hälfte ist, und mit der NATO wollen sie die NATO funktionalisieren für den Aufbau ihrer eigenen Macht. Und nach der Seite hin immer auch gegen die USA. So, und in diesem Hin und Her sind sie ja jetzt auch wieder gefangen. Deswegen fühlt sich ja die deutsche Regierung jetzt so uncomfortable, unwohl. Weil sie jetzt auf ein Niveau von Konfrontation verpflichtet werden, das sie so wieder gar nicht wollen. Europa hätte ja im Falle einer Konfrontation sehr viel zu verlieren, denn ein Atomkrieg würde sich auf europäischem Boden abspielen. Und das muss jedem klar sein. Ja? Aber bedenkt mal, davon hat sich schon Helmut Schmidt nicht schrecken lassen. Die waren immer der Meinung, wir müssen uns nicht so sehr vor dem Atomkrieg fürchten wie die andere Seite. Immer waren sie der Meinung. Also eine Frage, beziehungsweise auch noch eine andere Sichtweise. Sie haben vorhin das Assoziierungsabkommen angesprochen und da gibt es auch noch eine zweite Seite, die Seite der Justiz. Damit wird sich in der Ukraine die Justiz ändern. Das heißt, die ist jetzt undurchsichtig und davon erhoffen sich Ukrainer viel. Weil zu Janukowitsch Regierung kommt ein Prokurist, also der den Gerichtsprozess überwacht, einen jeden ohne Gerichtsprozess ins Gefängnis stecken. Das heißt, er sagt, du bist schuld und er geht ins Gefängnis. Die Freisprüche in der Ukraine sind 0,2%. Da sind von 1000 Leuten 2 Leute, die freigesprochen werden. Das ist einfach der andere Teil von Assoziierungsabkommen. Und dann das Zweite, sie sagen, die Politiker sind immer wieder nach Maidan geflogen. Das ist richtig. Aber sie unterlassen, dass auch alle Janukowitsch und Parteien der Regionen immer wieder nach Sochi und nach Moskau hingeflogen sind. Das heißt, Russland hat einfach die Politiker zu sich geholt. Das war ein anderes Spiel. Und jetzt noch eine dritte Frage oder dritte Feststellung. 1994 war das Memorandum, Budapester Memorandum, in dem USA, Großbritannien und Russland die Ukraine die territoriale Souveränität zusichern. So, jetzt hat Russland dieses gebrochen. Und jetzt gibt es die Berüchte unter den Ukrainern, dass man wieder Atomwaffen schafft, weil keiner die Sicherheit garantiert. Und das auch in der Welt geht bei anderen Mächten so. Also wenn jetzt keiner mehr die Sicherheit von kleinen Ländern garantieren kann, dann bauen wir Atomwaffen. So ist die Haltung. Was sagen Sie? Also es waren 3 Argumente. Das erste Argument war, in der Ukraine verspricht man sich vom Umbruch eine bessere, neutralere, regierungsfernere Justiz. Zweitens, die westlichen Politiker sind an Maidan geflogen und haben den Demonstranten dort den Rücken gestärkt und was sie dazu tun konnten, beigetragen, dass der Aufruhr ermutigt wird und weitergeht, während die ukrainischen Politiker der Janukowitsch-Seite nach Moskau geflogen sind und sich dort Unterstützung gesichert haben. Ja. Und das Dritte war die Sache mit den Atomwaffen. Klären wir das Erste. Mit der neutralen Justiz. Es ist halt so. Die Justiz ist neutral,
und objektiv. Wenn in einem Land die Machtverhältnisse zweifelsfrei geklärt sind, wenn die Bürger brav sind, sich ans Recht halten und die Linie der Nation kein großes Rätsel aufgibt, feststeht, dann erscheint das Ganze wie: Justiz wäre gar kein Instrument der Macht, sondern was Drittes. Die Macht wäre die, die bei der Regierung sitzt und vielleicht vom Militär ausgeübt wird, und Justiz wäre was anderes. Ist ja auch ein bisschen was anderes, ja? Es ist ja die Institution, die auf den Gehorsam gegenüber dem Recht aufpasst. Also die sicherstellt, dass Gesetzesübertretungen geahndet werden. In einem Land, wo nicht klar ist, was Recht ist, oder umgekehrt, in einem Land, wo, wie in der Ukraine seit 20 Jahren, die Staatsräson total umstritten ist, wo quasi ein Dauerkampf zwischen der einen Ausrichtung der Nation und der anderen Ausrichtung der Nation ist. Dort wird deutlich, dort sieht man dann, dass die Justiz Instrument der Macht ist. Und dann ist es auch. Dann ist sie das Instrument, mit der die Macht ihre Gegner kaputt macht, klein macht, einsperrt und so weiter. Das ist, man möchte blöd sagen, in allen Ländern der Welt so, wo die Staatsgewalt umstritten ist. Was nicht zu erhaben ist, und da werden sich auch die Ukrainer wieder mal enttäuscht sein von ihrem Umbruch, was nicht zu haben ist, ist ein Land, in dem die Staatsräson umstritten ist, in dem also objektiv immer interner Kampf ist, in so einem Land eine neutrale Justiz, die über allem schwebt und immer nur ein neutrales Recht spricht, das gibt es in so einem Land nicht. Insofern ist die Parteilichkeit der Justiz, das Zeichen, dass die Justiz Instrument der Macht ist, war übrigens, wie die Timoschenko dran war, umgekehrt genauso. Das zeigt nur, dass dort die nationale Linie eigentlich ein Programm der Dauerunterdrückung ist. So ist es in Ländern, wo die Staatsräson nicht feststeht. Auch die ganze Demokratie, das haben wir vor 4 Wochen da hier, oder 8 waren es, hier mal gehabt. Ja, die Ukraine soll demokratisch regiert werden. Von der EU aus war das schon klar, der Befehl oder das Programm: Wir schreiben euch vor, was für Parteigesetze, was für Wahlgesetze ihr machen sollt, und wir passen darauf auf, dass ihr sie auch einhaltet. Immer gleich das Moment von: Ihr kriegt eine Aufsicht von außen auch gleich mitgeliefert. Aber auch da gilt, die demokratische Wahl funktioniert dann friedlich und die Auszählung ist neutral und das machen alle Lehrer und Sparkassenangestellten am Wahlabend, wenn die Staatsräson im Land nicht umstritten ist. Wenn sie umstritten ist, dann ist die Wahl ein Element im Machtkampf und die Wahl entscheidet den Machtkampf nie. Dann dürfen wir aber auch, dann ist es ein Idealismus zu glauben, ach, und dann bräuchte man saubere Wahlen und dann wäre die Staatsräson praktisch unstrittig. Dann würde die Staatsräson und dann würde im Land friedlicher Kapitalismus herrschen. Anders ausgedrückt, die ganze kapitalistische Ordnung erscheint relativ gewaltfrei, dann und solange sich alle furchtbar dran halten. Kaum ist die Ordnung umstritten, zeigt sie, wie sehr sie auf Gewalt beruht. Also das war jetzt zu dem Thema Justiz. Und noch der Punkt dazu, und kaum wird die Demokratie oder das Rechtssystem exportiert in ein anderes Land, wie im Fall der Ukraine, ist das Erste, was sie verlangt haben, dass alle Gegner der bisherigen Regierung freigelassen werden. Ist das jetzt neutral, wenn es die Deutschen so durchgesetzt haben? Das ist ja gerade verteidigt dafür, dass diejenigen, die jetzt den Putsch tragen sollen, aus den Gefängnissen raus und an die Macht sollen, weil Deutschland darauf gesetzt hat. Wo ist dann die Neutralität? Ja, das ist nach beiden Seiten hin der Politik subsumiert. Kein Mensch, es gibt doch eine Anklage gegen die Timoschenko, für einen politischen Auftragsmord.
ob es den gegeben hat oder nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber es ist klar, weil sie die Figur des Westens ist, ist gegen sie die Anklage Unrecht. Nicht, weil die Anklage haltlos ist, die Prüfung ist überhaupt nie passiert. Aber weil sie die Parteigängerin des Westens ist, deswegen ist die Anklage ungerecht und deswegen muss sie raus aus dem Gefängnis. Man merkt, nach beiden Seiten hin ist die Justiz total politisiert. Und wie gesagt, das kann auch gar nicht anders sein in einem Land, wo die Staatsräson so umstritten ist, dass immer die eine Hälfte der Bevölkerung unterdrückt wird und werden muss, wenn der Staat regiert wird. Gut, das haben Sie auch die Ukrainer davon versprochen, dass mit den Assoziierungsabkommen die Gesetze genau durchgeführt werden, die in den Abkommen drin sind. Das heißt, die ganze Macht würde durchsichtiger sein. Man könnte nicht mehr so einfach klauen. Das ist auch der Grund, wieso Janukowitsch nicht unterschreiben wollte. Weil sonst müsste er seine alle Geschäfte freilegen. Er müsste alle seine Anhäufungen von Geld irgendwie in einer Weise freilegen. Und das verschwenden sich die Ukrainer davon, dass die eine klarere, ich stimme Ihnen natürlich zu, dass man das nie komplett ideal sehen kann, aber dass es besser wird in der Justiz, weil das, was da war, zum Beispiel zu Jahren von Kutschma, war ein zweiter Präsident von Ukraine, als er regiert hat, waren so Mechanismen, wie man Geld noch irgendwie mit Klugheit klaut. Bei Janukowitsch war es so, entweder du gibst 50% ab oder wir schließen deinen Laden. Gnadenlos. Das hat man sich von Abkommen auch versprochen. Das war den Ukrainer auch klar, dass das wirtschaftliche Teil, was Sie vorhin besprochen haben, tatsächlich nicht ganz so okay ist, aber man ist den Kompromiss dann gegangen. Vielleicht muss man auch noch Folgendes in Betracht ziehen in dem ganzen Zusammenhang. In einem Land, in dem vorher eine sozialistische Wirtschaftsweise geherrscht hat, wo also die Fabriken, das hieß Volkseigentum waren, aber egal, ob man jetzt Volkseigentum oder Staatseigentum dazu sagt, sie waren halt in der Hand der politischen, der Partei damals, ja, oder in der Hand der politischen, des, ja, der politischen Verwalter. Jetzt, wenn man sagt, jetzt machen wir Privatwirtschaft. Der Wandel von einem sozialistischen Eigentum zur Privatwirtschaft kann überhaupt nicht anders gehen als durch lauter Raub. Das kann gar nicht anders sein. Ja, wie sollen in einem Volk, in dem vorher keinem das Zeug gehört hat, wie sollen auf einmal manchen was gehören und anderen nichts? Ja, dadurch, dass irgendwelche Typen sich hinsetzen und sagen, so, das gehört jetzt mir. Und dann müssen sie ja Privatarmee halten und andere davon abhalten, dass sie es ihnen nehmen. Und das sind die Verhältnisse in allen Umbruchsländern des Ostens. Es entsteht eine Klasse von Reichen, die einfach ja, sich das aneignet, was es an Reichtumsüberbleibseln des Sozialismus gegeben hat. Und da muss man sagen, das mit den quasi mit den absurd, ja, mit den befriedeten Verhältnissen eines fertigen Kapitalismus vergleichen, in dem der Reichtum immer so ein paar hundert Jahre alt ist und in dem Familien schon lang was besessen haben und dem es immer schon Reiche gibt, das geht nicht. Das sind andere Verhältnisse. Und die anderen Verhältnisse kann man jetzt immer als Abweichung von unserer Rechtsordnung, Abweichung von unserem sauberen Regieren und so weiter feststellen. Und die sind ja auch anders. Bloß die Vorstellung, das wäre eine Abweichung von dem, wie es sich gehört, die passt auf die Länder nicht gut. Man merkt eigentlich, dass Oligarch selber, der Terminus selber schon eine Parteilichkeit beinhaltet. Denn vom Standpunkt des kapitalistischen Umbruchs, den man ja vom Westen aus im Osten haben will, ist es ja klar, da braucht es natürlich Eigentümer, die das Ganze an sich reißen und das sind dann auch die, mit denen die Geschäfte gemacht werden. Also insofern die sich westfreundlich aufführen, sind es eben die Handelspartner. Und Oligarch heißen sie dann, wenn sie irgendwie unerwünscht handeln. Auf der anderen Seite vom Standpunkt der Bevölkerung dort machen die ja gar nicht mit besonderen, ja, die machen natürlich mit besonderen Typen Erfahrung, aber die sind ja bloß die Verkörperung des neuen der neuen Wirtschaftsweise, mit der sie konfrontiert sind. Insofern ist das auch irgendwie ein bisschen unzutreffend, auf Oligarchen zu hetzen und nicht auf das, wofür sie stehen.
Oligarchen sind die neuen Unternehmer. Das sind die den im Raubkapitalismus sich das angeeignet haben und jetzt die Klasse sind, auf die sich der Staat stützt. Auch unserer stützt sich ja auch auf die Unternehmerschaft. Hier. Und dort ist ja kein Wunder, dass es da große Nähe zwischen Staatsmacht und Oligarchen gibt. Auf die stützt sich die Staatsmacht dort wie hier. Dort sind sie halt die Oligarchen, weil sie die Figuren dieses Raubkapitalismus sind. Also dieser nicht geschäftsmäßigen Aneignung der Geschäftsmittel. Gut, noch zu dem, zum Zweiten. Das Zweite zeugt davon. Ja, ist okay, ich habe nichts dagegen, die Erinnerung dran. Gut, die Janukowitsch-Mannschaft ist nach Moskau gefahren und hat sich dort Unterstützung, war im Wesentlichen ganz anderer Art. Die ging nicht um die Gewaltfrage und um die Macht und Entmachtung, sondern ging um, könnt ihr uns nationale Lebensmittel, das war hauptsächlich die Sache mit dem Gas immer, Gas und Gaspreis und Geld, könnt ihr uns da was zusichern, damit wir unseren Staat haltbar machen? Klar, insofern war der Streit um die Ukraine, das zeugt ja davon. Von vornherein immer eine doppelte Geschichte. Im Inland gab es den Kampf zwischen den Aufständischen des Maidan und der Janukowitsch-Mannschaft, die einen nicht unbedeutenden Rückhalt im Osten und Süden der Ukraine hatte. Und was aber die beiden Konfliktparteien im Inland getrieben haben, war die ganze Zeit schon Gegenstand einer internationalen Einflussnahme von beiden Seiten. Ja, die Hiesigen haben Einfluss genommen und die Russen haben Einfluss genommen. Es war die ganze Zeit schon ein Kampf um, von den Russen her gedacht, Kampf um, kann man die antirussische Neuausrichtung, Umorientierung der Ukraine noch verhindern? Und vom Westen war es, kann man die herbeiführen? Das Dritte mit den Atomwaffen. Tja, da merkt man, wie allen Beteiligten furchtbar klar ist, dass alle Staatlichkeit auf einer unüberwindlichen Gewalt beruht. Wie selbstverständlich allen Seiten ist, ja, wenn man die anderen nicht tot machen kann, dann kann man sich sowieso nicht behaupten. Muss man mal sehen. Jetzt kommt die Ukraine und sagt, ja, wir haben die Atomwaffen abgegeben, jetzt, wenn uns niemand unsere Sicherheit garantiert, dann brauchen wir selber wieder welche. Was heißt das eigentlich? Das ganze Gemeinwesen beruht auf nackter Gewalt und wenn sie nicht stärker ist als die andere, dann kann sie sich nicht behaupten. In solchen Verhältnissen leben wir. Und das halten alle für normal. Es zeugt doch davon, wie sehr die ganze Ordnung auf Gewalt beruht und sie braucht. Wie gesagt, ist ja klar, eigentlich meinen die Deutschen um Gottes Willen, jetzt wollen die Ukrainer Atomwaffen. Das will die deutsche Regierung nicht haben. Das würde ja auch eine Selbstständigkeit der Ukraine bewirken, die Deutschen ja gerade fürchten. Die wollen ja die Ukraine ihrerseits unter Kontrolle bringen und nicht einen Staat, der aus eigener Machtvollkommenheit in Europa Krieg führen kann. Wo kommen wir da hin? Das ist denen überhaupt nicht recht. Aber jeder hört den Satz und sagt, na klar, was denn sonst, wenn die Ukraine auf ihre Sicherheit garantieren will, ohne Atomwaffen geht das nicht. Merkt man, dann kommen die anderen und sagen, die Amerikaner und sagen, wir sagen, wer in der Welt Atomwaffen haben darf. Erstmal wir. Und alle anderen eigentlich erstmal gar nicht. Und wenn es dann unglücklicherweise ein paar Staaten gibt, die sich schon zugelegt haben, dann lebt man damit. Und dann macht man es quasi der Welt zum Programm, zu verhindern, dass andere ihre Wehrlosigkeit gegenüber der Weltvormacht durch eigene Bewaffnung relativieren können. Ja. Überall und auch leider überall. Bitte wie?
Polemik? Auch Polemik. Eindeutig. Unwahrheit. Ja, ich bin ja gleich verdeutlich, ich hoffe, das ist ja, ja. Zum Teil muss ich mal einen Redner von hinten, der ist da steht, ich bin auf ihn auch berufen, sondern der ist das war der Sinn auch. Zum einen ist dann, muss die Chronologie des Kanzlers. Dann versteht sie nicht. Langsamer Zeichen, sorry, das ist unmaschinig. Weil Sie gemeint haben, dass der Assoziierungsvertrag der EU mit der Ukraine einen Abbruch der Beziehung zu Russland als Voraussetzung beinhaltete, das ist für mich eine Haltungsunterstellung. Da würde ich mal gerne einen Bericht dazu haben von Ihnen, wie Sie das wirklich begründen bzw. belegen können. Also für mich ist das absolut haltlos. Das ist für mich eine Unterstellung. Also das ist von der EU nie in Absicht gewesen, dass die Ukraine die Beziehung zu Russland komplett abbrechen soll. Das ist sowieso ein Quatsch. Auch mit der historischen Beziehung schon wäre das rein möglich gewesen. Und auch was das den Gaslieferungen betrifft, ich meine, ohne russisches Gas wird die Ukraine ja nicht überleben können, vor allem im Energiesektor. Also das ist unmöglich. Zum anderen, was hier heißen, ja, dass bei den Nachforderungen an Janukowitsch, als es darum um die Unterschrift ging, dass da verlangt wurde, dass die Timoschenko freigelassen worden oder werden soll. Ich meine, das ist zwar verlangt worden, oder es ist gefordert worden vom Westen, ist aber nicht Bestandteil des Assoziierungsvertrags gewesen. Das heißt, Janukowitsch hat es nicht unterschrieben, unabhängig von dieser Freilassung der Timoschenko. Das ist am Schluss dreimal erwähnt worden von der EU, weil sie wollten einfach die Unterschrift unter diesen Assoziierungsmachtpunkten haben. Und Janukowitsch hat es am Schluss nicht gemacht, weil er von Russland unter Druck gesetzt worden ist. Also nicht so, dass der Russland so ein freiwilliges Angebot gemacht hätte, weil sie so eine kooperative Gemeinschaft gründen wollen, was Russland vormacht in der Eurasischen Union, ist letztlich ein Bund von Vasallenstaaten, wo Russland eindeutig dominiert. Also das, was sie den USA nicht vorwerfen, müsste man Russland eigentlich vorwerfen. Und das ist die Absicht Putins. Dann zum anderen hat der Westen sicherlich auch den Adriano Kulik auch schon vorher kritisiert, nicht erst nachdem er quasi diese Unterschrift verweigert hat unter dem Assoziierungsvertrag, sondern Jano Kulik ist ein überführter Wahlfälscher, der hat vor dieser Eurasischen Revolution von 2004 schon die Wahl eindeutig gefälscht, ist nachweislich bewiesen worden. Das ist dann ja ein Skandal, dass so ein Mann überhaupt nochmal sein politisches Amt hat ausfüllen dürfen. Also das ist zum anderen, dass jetzt die Regierung in Kiew, die man ja sicherlich für manches kritisieren kann, auch von ihren Vorhaben bzw. ersten Maßnahmen, die sie damals ausgeführt hat, die jetzt als pauschal als Russenhasser und Nationalisten zu bezeichnen, ist sicherlich weit übertrieben. Es sind drei Positionen in der Regierung, besetzt von der Svoboda-Partei, die sicherlich eine rechtspopulistische Partei ist, die man sicherlich kritisieren kann, was sie halt bedauernswert ist, aber das sind die ganze Regierung als nationalistisch hinzustellen, als Russenhasser, das ist schon eine ja, das ist letztlich eine klare Übertreibung und eine Lüge, muss ich auch sagen. Zum anderen, was ich mal erwähnt habe, ja, man braucht jetzt dann Zittern ein freundliches Regime. Ich meine, das hat mich natürlich schon komisch aufgestoßen. Ich meine, ich dachte eigentlich, dass sie dann eher dafür sind, dass sich eine demokratisch gewählte Regierung letztlich an die Macht kommen, sondern nicht an ein Regime. Weil Regime heißt letztendlich immer, dass es sich de facto eine Diktatur herrscht. Ne? Ich denke nicht, dass da ein Regime an der Macht sein sollte. Dann zum anderen zum Referendum, weil Sie es auch erwähnt haben, dass da mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hat. Man, es ist zwar richtig, dass mittlerweile auch eine russischstämmige Bevölkerung dort herrscht, seitdem Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg die Tataren, die damals in der Mehrheit waren, zwangsdeportiert hat. Aber diese Abstimmung war letztendlich eine Farce und alles andere als demokratisch. Zum einen war diese Wahlurne transparent, es gab keine Umschläge, das sind an jeder Hand von sehen, was die einzelnen Wähler letztlich angekreuzt haben. Zum anderen gab es keine freie Wahl auf diesem Wahlzettel, es gab kein Nein, das quasi die Wähler quasi sich für einen Verbleib hätten aussprechen können. Es gab nur zweimal Ja, einmal quasi für Abspaltung und für den potenziellen Anschluss an Russland und das zweite war ein zweites Jahr mit der Einführung der Verfassung von 92, was letztendlich auch auf eine Eigenständigkeit komplette Einstelligkeit hinausgelaufen wäre. Also letztendlich gab es gar kein Nein in einer freien Wahl. Keiner Wahl gibt ein Nein. Ja, also wir können das Verfahren vergleichen, ob wir diese in der Abstimmung haben oder da drüben, das können wir nicht vergleichen wollen. Und dann zum anderen, weil ich bezweifle, dass Russland das Völkerrecht gebrochen hat, weil sie meinen, eine Widerlegung wäre es gar nicht wert, darüber zu diskutieren. Also das ist schon etwas traurig. Auch weil sie jetzt weil der Vorredner nochmal dieses Budapester Memorandum von 1994 angesprochen hat, was sie eigentlich jetzt gar nicht darauf eingegangen sind. Sie sind nur auf die Atomwaffen eingegangen. Aber was dieses Memorandum letztendlich eigentlich aussagt, ist folgendes.
dass die territoriale Integrität der Ukraine durch der Bestandsschutz des Territoriums garantiert worden ist von USA, Großbritannien und Russland. Das heißt also, Russland hat mit der Annexion der Ukraine den eigenen Vertrag gebrochen. Und man sieht jetzt, was das Wert Russlands wert ist, nämlich gar nichts. Genau wie aus Putin natürlich auch, wenn er damals natürlich nicht an der Macht war. Aber letztendlich ist der völkerrechtliche verbindliche Vertrag damit gebrochen worden. Da können wir jetzt auch sagen, okay, USA und Russland haben ja auch nichts gemacht, damit der Vertrag eingehalten wird. Aber letztendlich hat nur Russland gebrochen. Und der Vergleich mit Kosovo hilft tatsächlich, weil in Kosovo natürlich durch die Serben Völkermatsch schon in Bosnien vorher angerichtet worden ist, in Kosovo ebenfalls. Deswegen kann man das sicherlich nicht mit der Krim vergleichen. Der auf der Krim, obwohl der Putin behauptet hat, er würde nur russische Bürger schützen, sind die Russen dort nicht bedroht worden, noch sind sie diskriminiert worden. Also man kann, das ist der Vergleich hinkt absolut. Und wenn der Deutsche einer schon verweilen würde, der wirklich problematisch ausgehandelt worden ist zwischen den Großmächten. Das ist auf der Krim überhaupt nicht passiert. Putin hat sich jegliche Diplomatie komplett verweigert. Das Angebot des Westens der Einführung einer Kontaktgruppe ist abgelehnt worden. Selbst zur Wahl auf der Krim sind keine OSZE-Beobachter zugelassen worden. Die durften nicht mal das Territorium der Krim betreten. Sie wurden von russischen Milizen ferngehalten. Ich meine, was diese Behauptung Putins angeht, dass diese Milizen dann nur Selbstverteidigungskräfte waren, das ist natürlich ein plumper Humbug. Das waren russische Spezialkräfte. Jeder, der einigermaßen logisch denken kann, der weiß ganz genau, dass das von vornherein von Russland geplant worden ist. So. Wir haben auch keine Wahlhilfe, wenn es hier Wahlen gibt. Ja, aber wir haben hier freie Wahlen. Wir haben jetzt behauptet, dass wir keine freie Wahlen haben. Man kann sich jetzt, dass keine Volksentscheid auf Bundesebene hat, das ist auch Bundesebene, aber die Wahlen sind nicht demokratisch. Das haben sie in Russland nicht. Putin, die Parteien haben. Ich muss ganz klar sagen, die Regierung ist durch einen Putschstaat gewählt. Die ist nicht demokratisch gewählt worden. Man hat eine gewählte Regierung weggeputscht. Ja, auf der Krim ebenfalls, Herr Kollege. Da muss man natürlich Putin recht geben. Die neue Regierung auf der Krim ist ebenfalls nur durch Putsch dran gekommen, die ist nicht gewählt worden. Die neue Krim-Regierung. Aber es sollte ja immer so eine Übergangsregierung sein in Kiew. Im Mai sind ja die Wahlen angesetzt. Mal Folgendes. Die Liste jetzt, ja. Ob man sie als einzeln durchnehmen soll, weiß ich nicht genau. Aber in der Hauptsache ist es doch eigentlich die gnadenlose die Übernahme aller vom Westen vorgetragenen Unrechtsformeln für, sei es Janukowitsch, sei es Putin, und die Übernahme aller Rechtsauffassungen des Westens in der Sache. Die Frage, warum macht denn der Westen das? Warum wollen sie denn die Ukraine? Warum sind sie denn so bemüht, sich dieses Land anzugliedern? Die Frage, das war vorhin meine Rede, sich auf diese Rechtsgeschichten, die gar nicht anders als parteilich gehandhabt werden können, die auch parteilich gehandhabt werden von beiden Seiten. Natürlich lügt da jeder, wie er es braucht. Jeder greift zu dem Rechtstitel, der ihm gerade Recht gibt. Und es ist keine Kunst, wie gesagt, das hat ja auch die Welt gemacht, es ist keine Kunst, die Rechtstitel und die Rechtsverletzungen der jeweiligen Seiten immer zu gegeneinander aufzurechnen und zu sagen, selber Dreck am Stecken. Das ist keine Kunst. Man kann sagen, was man jetzt so sagt, ja, Russland hat doch selber unterschrieben, dass, wenn die Ukraine die Atomwaffen aufgibt, die territoriale Integrität respektiert wird, sagt der Putin. Ja, da war aber auch nicht ausgemacht, dass die Ukraine sich feindlich gegen Russland wendet. Na, sagt ihr, nö, das kann er doch nicht verlangen, dass ihm das auch noch versprochen wird. Ne? Klar. Im nächsten Moment sagt Gorbatschow, wie wir uns aus Osteuropa und aus der DDR zunächst zurückgezogen haben, haben sie uns versprochen, dass sie die NATO nicht nach Osten ausdehnen. Was ist passiert? Sie dehnen die NATO natürlich gnadenlos Land um Land nach Osten aus. Da sind wir betrogen worden. Da sagt jeder, ach, das haben die ihnen gar nicht versprochen und wenn, dann hat es nichts gegolten und so weiter. Das ist so billig. Jeder sieht auf der Seite, für die er parteiisch ist, das Recht und auf der Seite, für die er nicht parteiisch ist, das Unrecht. Und jeder, der ein bisschen distanziert ist davon, der sich bloß ein bisschen frei macht von dieser Befangenheit,
sieht, wie beide Seiten nach Rechtsdrillen greifen, wie sie es brauchen, und Rechtsdrill zurückweisen, wie sie es auch wieder brauchen. Man kann doch mal sich freimachen von diesem selber mit Rechten, wer ist der Gute, wer ist der Böse, in einer Machtauseinandersetzung. Sie stellen doch eindeutig den Westen und die USA als die Bösen hin, und die Russen haben sie letztendlich fast de facto verteidigt. Ich habe keine Kritik am Vorgehen Putins von ihm gehört, keinerlei Kritik. Was die Aussehen der NATO gegen Osten will, Sie wissen ja auch genau, dass laut der KSZE-Schlussakte jedem Staat in Europa frei überlassen wurde, welchem Bündnis es beitet. Das heißt, früher war der Pakt ein Zwangsbündnis mit Vasallenstaaten, und wenn die Staaten sich hinterher frei entscheiden, der NATO beizutreten, sie wurden ja nicht gezwungen, der NATO beizutreten. Ja. Es ist doch kein Zwangsbündnis, da kann jeder austreten, was er will. Aus dem Warschau-Pakt kann man nicht so einfach austreten. Und wenn die Staaten der NATO beitreten, freiwillig, weil sie sich vorher, dass sie von Russland bedroht sind, ja, dann könnte man interessieren, dass das geht. Ja, was er sagt, Gott, das ist die traurige Wahrheit, wenn sie nicht ins Weltbild passt, kann ich nicht helfen. Nein. Aber es ist so. Ich möchte was dazu sagen. Und wenn sich der Kommerschuss nicht hat schriftlich festlegen lassen, dann. Das war dumm von ihm, er war ein schwacher Diplomat. Wenn was wichtig ist, dann lass es schriftlich im Vertrag festlegen, wenn es nicht gemacht hat. Aber schau mal, du bist so begeistert, also Sie sind so begeistert davon, einfach immerzu ein neues Argument fürs Recht des Westens aus dem Hut zu ziehen und fürs Unrecht der anderen Seite. Das Recht des einzelnen Staates, wenn der einzelne Staat sich entscheidet, der NATO beizutreten, können Sie sagen, der Westen hat die Staaten einfach angegliedert. Natürlich hat er es. Der Westen ist jederzeit so frei zu sagen, Georgien wird kein Mitglied. Er wurde da gesagt, dass Georgien Mitglied NATO sein soll. Das hat der Bush mal teilweise mal. Ich sag doch gerade. Osteuropa. Nochmal. Ich sage gerade, die NATO entscheidet schon selber, wen sie aufnimmt. Ich gebe ja zu und habe gar kein Problem damit. Natürlich, die Aufnahmeanträge müssen von den Ländern kommen. Insofern treten die freiwillig bei, ja. Aber so zu tun, das hätte der Westen nicht betrieben, das ist verkehrt. Er ist frei, wen aufzunehmen und wen nicht aufzunehmen. Ich habe Georgien jetzt als Beispiel dafür genommen, um zu sagen, da war es mal im Gespräch, da hat der Westen entschieden, auf absehbare Zukunft wird Georgien kein Mitglied der NATO. Georgien wird es jederzeit werden wollen, sofort. Der Westen wollte es nicht. Dann ist es aber auch verkehrt zu sagen, wenn ich an Litauen und an Polen und so weiter denke, dann habe ich den Westen gleich ganz gar nicht mehr als Subjekt im Auge und sage, die haben doch reingewollt, da kann doch der Westen nichts dafür. Na, der kann sehr wohl was dafür, der hat sie ja haben wollen. Das ist ja auch über Jahre. Also ist ja wurscht, da ging es halt über Jahre. Aber schau mal, du greifst so brutal zu einem Argument, das dir jetzt gerade passt. Werden dir recht, wenn die Krim von den Russen über einen langjährigen Prozess angeeignet worden wäre? Wäre das gut? Wäre das in Ordnung gewesen? Das war eine Abstimmung von 10 Tagen angesetzt. Und Sie wissen ganz genau, dass da auf der Krim nur noch russischsprachige Sender erlaubt sind. Die Ukrainischen wurden abgeschaltet. Und die Wir wissen ganz klar, dass die russische Presse frei ist und die Medien. Das wird nur die Propaganda verbreitet. Das habe ich unsere westlichen Medien nicht vertragen. Ich möchte jetzt mal was dazu sagen, was der Herr natürlich gesagt hat. Heute ist ja auch den Vortrag schon mal darüber gegeben. Ihr sprecht zusammen, hier redet noch jemand. Aber das. Sobald die Südtirol ins Allgäu rein, wenn die Bevölkerung das möchte, könnte die irrsinnigen Völkerrechte nicht gedeckt. Leute, nein, man muss sich mal freimachen von diesen Rechtskategorien. Wenn Südtirol zu Österreich kommt, dann nur dadurch, dass Österreich die Abspaltung von Italien betreibt, den Südtirolern eine Perspektive gibt, sagt, jawohl, ihr kommt sofort in unser Rentensystem, ihr kommt sofort in unser Staatsgebiet und wir schützen eure Außengrenze gegen Italien. Nur dann hat eine Abspaltung Südtirols eine Chance. Also ist auch die Abspaltung Südtirols eine Frage der Gewaltverhältnisse zwischen den großen Staaten. Und Südtirol ist nicht das Subjekt davon. So wenig wie die Krim das Subjekt davon ist. Und man soll nicht an der Seite der Krim das Argument, die haben doch gutes Recht, sich da für Russland zu entscheiden. Und dasselbe auf der anderen Seite abzulehnen. Nein, die ganzen Kategorien mit gutes Recht und nicht gutes Recht sind eine Scheinebene.
der imperialistischen Konkurrenz um die Zuordnung von Staaten, um die Kontrolle von anderen Staaten, die wir da beobachten. Und ich plädiere dafür, dass man sich frei macht von der Ebene des, wer darf was, wer hat Recht, wo man doch so leicht sehen kann, wie parteilich beide Seiten zu beliebigen Rechtstiteln greifen, wenn sie nur ihnen Recht geben, und beliebige andere Rechtstitel missachten, wenn sie ihnen nicht Recht geben. Ja, dann muss man sich doch mal freimachen davon und mal zugeben, die Weltpolitik dreht sich nicht ums Völkerrecht. Und sie dreht sich auch nicht um die Demokratie. Wenn man das mal klar hat, dann kann man fragen, worum dreht sie sich denn? Aber solange man sich immerzu in der Scheinebene rumtreibt, kann man gar nichts anders als Argumente, die sich zur Parteilichkeit für die eine oder für die andere Seite eignen, sich denen anzuschließen. Das geht gar nicht anders. Die taugen für nichts anders, die Argumente. Und eines merkt man an dem nämlich auch noch, wo man jetzt so merkt, da steht immer Recht gegen Recht. Ja? Auf einer Seite das Recht der Russen, die sagen, uns wurde mündlich zugesichert, dass sich die NATO nicht noch weiter nach Osten ausdehnt. Auf der anderen Seite, Putin hat auch unterschrieben, dass die Krim 1994 bei der Ukraine bleibt. Und wenn man sich da so sicher ist und immer zu sagen, die Russen sind diejenigen, die da nur das Böse wollen, und der Westen ist derjenige, der da das Gute will. Da ist vorher schon unterstellt, dass man eine total parteiliche Sicht und einen Idealismus dessen hat, was der Westen tut. Weil nämlich nur mit dem unterstellten Idealismus macht man nicht weiter mit einer Prüfung, was ist denn da eigentlich los, was haben die vor, sondern sagt immer, ja, aber die sagen doch, die haben Recht und die haben auch Recht. Nur mit so einem idealistischen Blick, dass das westliche Recht auch gleich das Gute ist, kommt man sofort zu der Verurteilung von der anderen Seite. Und dagegen möchte ich noch was sagen. Ja, dieser Idealismus, der Westen will immer das Gute. Was hat er denn der Ukraine jetzt für ein tolles Angebot gemacht? Er hat der Ukraine ein Angebot gemacht, ein Land, das fertig ist und das bankrott ist. Dem hat er das Angebot gemacht, wir sorgen für eure weitere Kreditierung, und zwar dafür, dass ihr eure IWF-Schulden bedienen könnt. Daran merkt man doch mal, was von dem moralisch und in solchen Reden unterstellten höheren Recht des Westens drinsteht. Das ist ein Recht, was heißt, die wollen wir für unsere Benutzung sichern. Da geht es nicht um eine Form, wo man denkt, und die bringen den Menschen im Osten das Gute. Da hätte nämlich in diesem Assoziierungsabkommen was anderes drinstehen müssen. Und da ist der Westen oder Europa auf alle die Forderungen der Ukraine, macht uns den Wandel leichter, dass die kaputten Industrien, die wir kaputt machen müssen, damit wir in das Vertragswerk reinfallen, damit wir eine Kompensation dafür haben und wissen noch weiter, wie wir mit als Ukraine und das ukrainische Volk leben sollen. Es ist doch der EU-Scheiß egal gewesen. Und da muss ich sagen, das würde ich mir an Ihrer Stelle auch mal überlegen, wenn man gleich bei allen hingeht und sofort immer klar ist, der Westen, der sagt das Richtige, der hat Recht und das ist gut. Und was die anderen sagen, das taugt nichts. Das habe ich aber nicht behauptet, dass der Westen immer Recht hätte und alles gut wäre. Habe ich nicht behauptet, das unterstellen Sie auch. Ja, das unterstelle ich deshalb, weil Sie bei dem, wo Recht gegen Recht steht, und hier doch, und dann doch klar ist, dass Sie zwei Berufungsmittel zur Legitimation, dass Sie so hundertprozentig immer zum Schluss kommen, dass Recht ist im Sinne des Guten auf Seite der Europäer, ohne sich mal zu überlegen, warum sich aufs Recht berufen wird und dass das nichts weiter hergibt als eine Legitimation und hinter dem Recht von der Seite Europa steht, man will auf den Osten zugreifen und ihn sich als Machtbasis einverleiben. Das ist doch eine Unterstellung, dass Sie das in der Osten ja, einverleiben werden sollen. Die habe ich jetzt damit begründet, weil ich sage, die Vorstellungen, da ging es um die Entwicklung eines Landes, um wirtschaftlich was aus dem zu machen, dazu passt das Assoziierungsabkommen nicht. Was da inhaltlich drinsteht, aus dem kann man inhaltlich schließen, dass das letztliche Interesse des Westens darin besteht, die Ukraine vom Osten loszueisen und sich einzuverleiben und der EU anzugliedern. Es gab da gar kein Angebot einer EU-Mitgliedschaft mit dem Assoziierungsabkommen. Ja, Assoziation letztendlich eine Unterstellung, was ich sagen, dass das vereinfacht werden soll. Russland hat sich jetzt die Krim einverleibt und man muss befürchten, dass da noch andere die nachkommen. Das ist so. Russland zieht mittlerweile an der Ostgrenze der Ukraine
20.000 Soldaten zusammen, das ist ein Fakt. Würde man natürlich dementieren offiziell von Putin. Warum hast du jetzt Angst davor? Ab März hat Putin auch behauptet, Anschluss der Ukraine, der Krim wird es nicht geben. Was hat er gemacht? Also sein Wort ist null wert. Der Putin ist ein absoluter Gewaltherrscher und wir haben noch nie auf Diplomatie gesetzt. Putin hat seit Anfang, seitdem er an der Macht ist, immer nur auf Gewalt gesetzt. Das ist eine Wahrheit, wenn Sie war nicht erhören wollen, dann tut es mir leid. Schauen Sie Tschetschenien an. Den Tschetschenien hat er nicht das Selbstbestimmungsrecht zugestanden wie der Krim, oder? Ja, da merkst du eben, der greift halt auch zu. Ich würde mir mal Gedanken machen über psychologische Kriegsführung und würde mal 3 Jahre zurückschauen und die Zeitungen anschauen, mit welcher Macht psychologische Kriegsführung gegen Russland geschehen ist. Und da sind Sie drauf reingefallen. Sie sind genau drauf reingefallen. Und wenn Sie jetzt dazu, ja, wenn der Vorwurf ist, wir reden hauptsächlich über die Seite der EU und des Westens, dann muss man dazu sagen, das tun wir, weil wir nun mal hier leben, weil uns jeden Tag von unseren Politikern, von den Zeitungen, in den Radionachrichten offenbart wird, dass das unverbrüchlich gerecht auf unserer Seite ist und die andere Seite die Ausgeburt des Bösen ist und unsere Politiker nur lautere Gründe haben. Und da muss man sagen, deshalb reden wir darüber, weil wir hier leben und sagen, und das, was uns da vorgesetzt wird und was uns vorgetragen werden, das leuchtet uns nicht ein, das ist nicht objektiv, da muss man sich ein Urteil drüber machen. Und da kommen wir zu einer gegensätzlichen Einschätzung. Der Vortrag jetzt, den der Kollege gehalten hat, war ja nicht besonders objektiv. Ne? Das war schon sehr einseitig dargestellt, wie ich gesagt, der einzelne Punkte, die ich jetzt Arne Alle jetzt erwähnt hatte, auch abgearbeitet hat. Also das ist schon als objektiv würde ich das nicht bezeichnen. Ne? Aber wenn ich mir nur quasi die Schuld des Westens hinstellen will und der USA, das ist quasi wie der letztliche Mainstream in der Gesellschaft, das Anti-US-Bashing, das halt momentan in ist in Deutschland natürlich, ja, das ist so. Da wird natürlich der Putin als Held dargestellt oder quasi alles verteilt, was der macht. Aber letzten Endes ist der Nationalismus, der momentan in Russland hochkommt. Dazu sage ich jetzt noch einen Satz, nämlich: Es ging überhaupt nicht darum, zu sagen, die Russen sind die Guten und die Russen haben Recht und der Westen hat nicht Recht. Es ging darum, zu zeigen, was da für Herrschaftsinteressen über Europa gegeneinander stehen. Und selbstverständlich hat das russische Interesse auch nichts Besseres als Großmacht sein und sich in der Welt behaupten. Für sich. Nochmal, und das ist kein Argument, dass ich das gut finde oder legitimiere oder Recht oder dem Recht zuspreche und dem anderen nicht, sondern ich will zeigen, die stehen gegeneinander. Wenn man einen Unterschied feststellen will, aber das ist keiner des Rechts und Unrechts und keiner der moralischen Qualität, dann besteht er darin, bis heute, seit dem Ende der Sowjetunion, seit 25 Jahren, ist, wenn man sagt, der Westen, muss man sagen, ein sehr heterogener Laden, ja, also die EU auf dem Vormarsch und Russland immer weiter zurückgedrängt. Russland ist die defensive Größe in dem Gegensatz. Die EU und mit ihnen die Amerikaner mit ihrem speziellen Interesse an der ganzen Sache die offensive Macht. Ist aber keine Qualifikation in moralischer Hinsicht, weil der sich verteidigt, ist um nichts besser als der angreift. Es geht nicht um gut oder nicht gut. Es geht darum, was für Zwecke sind hier unterwegs und das verbaut man sich und der Befassung damit verweigert man sich, wenn man in diesen vordergründigen, offensichtlich ideologischen Kategorien dessen, wer hat das Recht auf das Völkerrecht oder sonst irgendein Recht auf seiner Seite und wer ist der Rechtsverletzer, wenn man sich in diesen Kategorien bewegt. Das sollte gezeigt werden. Und, Punkt, Schluss. Ja, da muss man nichts weiter zu sagen. Das ist die ganze Ebene dieses Rechtens, der Putin ist doch kein Demokrat und ein Imperialist und so weiter. Da merkt man immer, an dem anderen entdecken die eigenen immer, was sie selber machen. Ja, warum? Ja, weil halt zwei Machtinteressen gegeneinander stehen. Wie gesagt, sehr verschiedene Machtinteressen, aber es sind doch zwei Machtinteressen, die gegeneinander stehen. Das soll gezeigt werden. Und an der Frage,
wer hat mehr sein Wort gebrochen? Wer hat seltener gebrochen? Wessen Wortbruch geht in Ordnung, weil es war nicht schriftlich, sondern bloß mündlich? Wessen Wortbruch geht nicht in Ordnung, weil es war schriftlich und nicht bloß mündlich? An sowas mag ich mich nicht beteiligen. Das finde ich zu blöd. Das finde ich ohne. Ich habe militärische Widersetzung wie Russland und der Putin, oder ich habe diplomatische Widersetzung. Wenn Sie das vergleichen, das ist das Vorgehen der EU mit dem Vorgehen Russlands. Das ist doch ein Witz. Das wäre andersrum gewesen und die USA hätten sich jetzt nicht irgendein Territorium gewaltsam irgendwas oder so annektiert über die Art und Weise. Ich möchte nicht wissen, wie hoch, wie groß hier in der Politik wieder aufsteigt. Es passiert ja andauernd, da brauchen wir uns ja nicht, da brauchen wir nicht drauf warten, das kommt schon wieder. Machen wir Schluss damit.